Ja, schönen guten Tag, der Saal ist ja voll geworden, das freut mich sehr. Wir haben ja ein sehr wichtiges Thema heute auf dem Programm Commons Gemeingüter. Normalerweise dominiert in der Debatte, wie wir in eine bessere Zukunft kommen, ja der Dualismus Markt oder Staat. Also öffentliches Gut oder privates Gut und dann wird immer diskutiert, wer wirtschaftet effektiver und was ist gerecht. Und fast immer gelten zwei Faktoren als entscheidende Instrumente, um die Probleme zu lösen. Technik und Wachstum. Also die wirtschaftliche Perspektive ist in der heutigen Diskussion total dominant. Und darum finde ich es besonders erfreulich, dass hier auf dem MacPlanet-Kongress eine ganze Veranstaltungsreihe zu Commons Gemeingütern stattfindet und mehr Leute einfach mitkriegen, dass es nicht nur einen dritten Weg gibt, der irgendwo sich klein zwischen Markt und Staat dann so als ein Brösel etabliert, sondern dass es um eine ganz andere und neue Perspektive geht. Also um einen Abschied von dem Duopol Markt, Staat, Individuum, Gesellschaft, Subjekt, Objekt. Bei Gemeingütern geht es nicht nur um Besitzfragen, sondern im Zentrum stehen die Verhältnisse. Verhältnisse zwischen Menschen, Natur und Ressourcen. Und das sind vielfältige Verbindungen. Es geht um vielfältige Verbindungen. Im Grunde so, wie es sie in Biotopen auch gibt. Da ist auch keine Hierarchie, sondern es geht um Netzwerke, um Verbindungen. Und auch nicht nur um Ressourcenverbindungen, es geht auch um Energieverbindungen und so weiter. Also vielfältige Verbindungen. Und ob Wasser, Bildung, Saatgut, Boden Gemeingüter sind oder Privateigentum, das ist ihnen nicht immanent. Das ist nicht vorgegeben, sondern das ist eine gesellschaftliche Entscheidung. Und folglich können wir das auch wieder anders entscheiden. Es freut mich sehr, dass vor Ihnen leider im Moment nur zwei, ich hoffe, der dritte Referent kommt noch, also zwei, hoffentlich bald drei herausragende Vordenker der Commons Gemeingüter Ideen und Theorie sitzen. Und es ist sehr wichtig, Sie betrachten dieses Thema aus verschiedenen Blickwinkeln, also interdisziplinär. Und das ist bei dem Thema ja auch mehr als angemessen. Sie werden zeigen, es geht nicht um rein wirtschaftliche Fragen. Und wenn wir in eine positive Richtung umsteuern wollen, dann ist eine rein ökonomische Betrachtung, muss aufgegeben werden. Mein Name ist Annette Jensen, ich mache hier die Moderation. Neben mir sitzt Silke Helfrich, auf der anderen Seite Andreas Weber und Ugo Mattei. Hoffentlich kommt gleich noch. Ja, zuerst organisatorisch, wenn wir das so machen, zuerst wird jeder der drei einen Vortrag halten. Silke Helfrich wird den Eingangsvortrag halten, hat am meisten Zeit. Und dann kommen die beiden Männer. Und wir werden zwischen den einzelnen Vorträgen keine Pause machen, auch keine Möglichkeit zur Nachfrage geben, weil ich glaube, es ist wichtig, dass wir das im zusammen betrachten und einfach die sich auch aufeinander beziehen können. Und das nicht zerfasert. Anschließend wird es dann aber natürlich Gelegenheit geben zu Nachfragen und Diskussionen vor allem. Ja, so wollen wir anfangen mit Silke Helfrich. Sie ist wohl eine der bestinformiertesten Menschen, die es gibt zum Thema Commons, weil sie ist weltweit vernetzt. Das habe ich eben schon erlebt, aber man kann es vor allem auch sehen, wenn man das Buch von ihr liest, das gerade rausgekommen ist vor wenigen Tagen. Commons für eine Politik jenseits von Markt und Staat. 90 Autorinnen weltweit aus der ganzen Welt haben darin geschrieben und sie ist die Herausgeberin und hat selbst auch einige Aufsätze darin geschrieben. Silke Helfrich ist freie Publizistin und hat auch einen eigenen Blog und sie ist Mitbegründerin der Commons Strategies Group. Lange hat sie das Mittelamerika-Büro von der Heinrich-Böll-Stiftung geleitet. Und im Jahr 2009 wurde ja, wie wahrscheinlich viele von Ihnen wissen, Eleonore Ostrom Nobelpreisträgerin im Bereich Wirtschaft, also die erste Frau, die diesen Nobelpreis gekriegt hat. Und Silke Helfrich hat ihr Buch übersetzt ins Deutsche und herausgegeben, was mehr wert, wenn wir teilen. Ja, sie wird uns jetzt einen Überblick geben, was sind Commons überhaupt und wann funktionieren sie? Du hast das Wort. Hallo miteinander. Ich freue mich wirklich sehr, dass der Saal so voll ist, weil das Wichtigste, was man ja bekanntlich braucht im Leben und insbesondere, wenn man einen Vortrag halten muss, ist Energie, eine gute Energie.
Die scheint mir jetzt schon hier versammelt, also kann gar nichts mehr schief gehen. Und damit gehen wir gleich in medias res. Ich habe gleich ein bisschen im Unterschied zu Annette Jensen mich festgelegt, auf eine Begrifflichkeit festgelegt. Wir haben uns nämlich auch mit diesem Buch auf eine Begrifflichkeit festgelegt. Wir sagen inzwischen, dass auch die Deutschen das Wort Commons verstehen, weil die verstehen auch so ein Wort wie Computer oder Jeans. Es gibt natürlich andere deutsche Begrifflichkeiten, denen werden wir im Vortrag auch nochmal begegnen, aber Commons jenseits von Markt und Staat, so heißt das Panel, so heißt das Buch, so heißt der Vortrag heute Vormittag, und ich möchte euch ein bisschen erklären, was sich hinter diesem Begriff verbirgt, denn das geht ja nicht um die Hülse, sondern um die Substanz. Drei Gliederungspunkte: Commons, was ist das eigentlich? Einhegungen, die Enclosure, die berühmte Enclosure of the Commons, gestern und heute, was verstehen wir unter diesem Begriff? Es gibt also so eine Art Schnelldurchlauf durch die Zentralbegriffe der Commons-Debatte heute. Und zum Schluss, wie funktioniert das eigentlich? Und damit kann es auch schon losgehen, wenn man sich so auf den Marktplatz stellt und den Leuten so ein Mikrofon in die Hand drückt, so wie mir jetzt, und die fragen würde, was verstehen sie denn unter Commons oder Gemeingütern? Da würden ganz viele sagen, ja, Wasser oder Wald oder vielleicht unser Schulsystem oder das Wissen in unseren Bibliotheken, die energetischen Quellen, die wir nutzen, oder die sozialen Räume und Parks. Geläufige Antwort, ein paar von Ihnen, ein paar von euch werden es vielleicht in ähnlicher Weise im Kopf haben. Und die Frage, die sich zunächst mal stellt, ist, was macht denn solche Dinge, solche Ressourcen zu dem uns Gemeinen? Zu etwas, was wir teilen müssen. So, im Englischen würde man sagen, shared resources. Und jetzt nachgesehen, wem es dann nicht reicht, der kann hier diese 530 Seiten lesen, da steht es ein bisschen detaillierter drin. Da sind auch Texte zum Schmunzeln drin, aber auch sehr akademische Sachen. Und damit jetzt genug der Werbung. Diese Ressourcen, diese Dinge zu dem uns Gemeinsamen. Das, was vorher schon da war, was uns nicht braucht, aber wir brauchen es. Wasser, Landschaft, energetische Quellen, alles das, was wir sozusagen die Gaben der Natur, die Gaben der Schöpfung nennen würden. Das, was kollektiv erzeugt ist, die Sprache beispielsweise, die wir durch den Gebrauch ständig fortentwickeln und pflegen, und kann auch nicht von einem einzigen weiterentwickelt und produziert werden, sondern sie wird weiterentwickelt und reproduziert in ihrer Nutzung. Das ist also was ganz Lebendiges. Wissen, Kultur, Code sind alles Dinge, Algorithmen, die Kunst zu summieren und zu subtrahieren, sind alles Dinge, die hat kein einzelner Mensch erschaffen. Und das Letzte finde ich auch ganz wichtig, wir profitieren nämlich täglich davon, dass es Dinge gibt, die einzelne Menschen produzieren oder die geistigen Väter dieser Sachen sind, und dann beschließen, wir schenken das jetzt der Allgemeinheit. Wir lernen nachher noch einen kennen, aber vielleicht eines der berühmtesten Beispiele und der auch in der Gesundheitspolitik am relevantesten in den letzten 50 Jahren war das von Jonas Salk, wer aus den Vereinigten Staaten kommt und über 30 ist, würde ich mal sagen, der kennt ihn. Denn er ist ein wahrer Volksheld geworden, hat Ende der 50er Jahre den ersten Poliomyelitis-Impfstoff entwickelt. Und es gibt, notieren sich das mal, Jonas Salk, gibt es ein schönes Video auf YouTube, da spricht dann einer Talkshow und da fragt dieser Talkshow-Master, ja, wem gehört denn nun dieser Impfstoff? Und da guckt Herr Jonas Salk und sagt, wem soll der schon gehören? Kann man denn die Sonne patentieren? Also schenkt diesen Impfstoff der WHO, der Weltgesundheitsorganisation, zur Nutzung für die Allgemeinheit. Also drei Quellen von Dingen, die geteilt werden müssen, ererbt, Gaben der Natur, kollektiv erzeugt und der Allgemeinheit geschenkt. Und wir sind auch alle vertraut mit dieser Idee, gerade auf so einem Umweltkongress hört man das immer wieder, Ressourcen werden übernutzt. Selbst gestern hat der Achim Steiner, er war gestern beim Eröffnungsvortrag, wird sich vielleicht erinnern, dass Achim Steiner gesagt hat, Tragedy of the Commons haben wir ja nicht umsonst. Also Ressourcen werden übernutzt,
die Atmosphäre wird übernutzt, der Boden wird übernutzt, das Grundwasser wird übernutzt. Aber, und das ist wichtig in dieser Commons-Debatte, wir haben auch das komplementäre Problem, nämlich das der Unternutzung. Und das haben wir sozusagen in unterschiedlichen Zusammenhängen, bezogen auf unterschiedliche Ressourcen. Hat zum Beispiel mal jemand versucht, an einen Dokumentarfilm des letzten Jahrhunderts zu kommen? Sehr schwierig. Den gibt es in irgendeinem Archiv, wenn man Pech hat und der ist auf ein Material geprägt, das nach 50, 60 Jahren zerfällt, gibt es den irgendwann auch physisch nicht mehr in den Archiven. Wenn diese Sachen nicht digitalisiert werden, gehen sie verloren. Die Schlachten um die Digitalisierung, die kennen Sie auch alle. Unternutzung entsteht also im Wesentlichen, wenn Ressourcen weggesperrt werden, weil Eigentumsrechte draufliegen oder Eigentumsrechte so zersplittert sind, dass man überhaupt nicht mehr versteht, wem sie eigentlich gehören. Unternutzung kennen wir aber auch aus anderen Gründen. Wenn es sich nicht mehr lohnt, das auf dem Markt als Ware zu verkaufen. Das ist ein Apfelbaum aus meinem Dorf in der Rhön. Und Unternutzung kennen wir natürlich auch, prägt auch die Krisen der Gegenwart. Wir wissen, dass gerade die jungen Spanier ein Riesenproblem haben, eine Wohnung zu finden. Dabei stehen Massen von Immobilien in Spanien leer auf diese Weise. Und die Leute kommen nicht ran, weil sie sie nicht finanzieren können. Also, das Problem mit den Ressourcen, die wir irgendwie gemeinsam nutzen müssen, ist ein doppeltes. Übernutzung und Unternutzung droht. Und dafür muss man auch noch verstehen, dass diese Ressourcen unterschiedliche Eigenschaften haben. Die Ökonomen sagen gerne dazu, ich werde versuchen, eine sehr einfache Sprache zu verwenden, sodass man hier nicht Ökonom sein muss, aber dieser eine Begriff, den sollten alle kennen. Ressourcen können Rival sein. Rivalität ist für die Ökonomen so, Erstsemester, das ist etwa sowas. Wenn ich jetzt das Wasser austrinke, können Sie es nicht mehr trinken. Dann ist es weg. Also wir konkurrieren um die Nutzung von etwas. Das heißt, Ressourcen sind Rival. Und das Schöne ist, es gibt auch Ressourcen, die nicht Rival sind. Zum Beispiel, wenn ich jetzt mit Ihnen heute über Commons rede, können Sie das morgen auch tun, die Idee weiterverbreiten. Und ich habe sie immer noch. Sie nehmen mir nichts weg. Deswegen ist ja auch die Idee vom Diebstahl des Geistigen eigentlich eine Unmöglichkeit, das kann man eigentlich gar nicht denken. Sie können mir keine Idee wegnehmen, ich habe sie dann immer noch. Und das BGB definiert ja Diebstahl als etwas, was dem anderen weggenommen wird. Also es gibt Ressourcen, die Rival sind, die werden tatsächlich weniger, wenn wir sie teilen. Und es gibt Ressourcen wie Ideen, Wissen und Code, die werden immer mehr, wenn wir sie teilen. Die folgen also einer Logik der Fülle und nicht einer Logik der Knappheit, auf der unser ganzes Wirtschaftssystem beruht. Und trotzdem streiten wir uns um all diese Dinge wie diese Pinselohrschweine. Also sozusagen Konkurrenz. Konkurrenz prägt das tägliche politische und ökonomische Geschäft, egal um welche Ressourcen es sich handelt, als sei das alles dasselbe. Warum ist das eigentlich so? Dafür gibt es natürlich viele Gründe. Ich habe schon gesagt, ich muss ein bisschen simplifizieren. Aber ein Grund ist, wir sind es gewohnt sozusagen, unsere politischen Instrumente, unsere Projekte, unser Wirtschaftssystem auf eine Grundidee zu beziehen, in diesem Falle die der Knappheit. Und wir behandeln die Ressourcen, die für alle verfügbar sind und immer mehr werden, wenn wir sie teilen, genauso wie Dinge, die Rival sind. Kurz und gut, wir nehmen sozusagen private Eigentumsrechte und legen sie da drauf. Copyright, was sich immer mehr ausweitet, Patentrechte. Heute kann man die kleinsten Bausteine von Wissen und Leben patentieren. Die Debatte um Softwarepatente kennen sich ja auch alle. Und das Ergebnis davon ist relativ einfach. Die Logik der Fülle wird unterbrochen. Auch dann, wenn wir das gemacht haben, können Dinge, die wir eigentlich problemlos miteinander teilen können, nicht mehr geteilt werden. Kennen wir alle. Die Debatte tobt ja im Netz, auch bekannt als Urheberrechtskriege und so weiter. Sehr spannende Diskussion, in der man einen kleinen Kompass braucht, um sich zurechtzufinden, aber die Commons-Diskussion hilft da weiter. Das ist der erste Punkt. Die Commons sind also diese Ressourcen, die wir in irgendeiner Weise teilen müssen. Und da müssen wir genau hingucken, sind die Rival oder nicht Rival und wie kann denn dieses Teilen funktionieren? Und der zweite Punkt ist, die Commons, und das steckt schon in diesem Wort, Commons, Community,
die sind an Gemeinschaften gebunden. Aber das dürfen wir uns jetzt nicht so vorstellen wie glücklich grasende Kühe auf Schweizer Almweiden, also dass wir sozusagen eine Albkorporation brauchen, die immer dafür sorgt, dass das mit den Almkühen seine Ordnung hat, sondern das können auch ganz moderne Gemeinschaften sein, das können auch globale Gemeinschaften sein, das können auch globale Netzwerke sein, wie in der freien Software-Community. Und es steckt auch in diesem schönen mitteldeutschen Wort Allmende, Allgemeinide, alle in einer Gemeinde haben Zugangs- und Nutzungsrechte an einer zu teilenden Ressource. Commons, Allmende, Gemeingüter, die Essenz dieses Begriffes ist das uns Gemeinsame. Es geht also gar nicht um die Ressourcen, das Wasser und die Luft und so weiter und den Boden. Es geht um uns, um unsere, um die Gestaltung unserer Sozialbeziehung. Wie kriegen wir das gebacken, dass es eben nicht um die Ressource selbst, sondern um die Frage geht, wie kommen wir daran? Wie bleibt es verfügbar? Wie bleibt es nachhaltig verfügbar? Wie bleibt es in der Zukunft noch verfügbar? Und wer hat Nutzungsrechte? Wer nicht? Wer darf entnehmen? Und wer nicht? Und wofür nicht? Und wer kontrolliert eigentlich das Ganze? Sind Commons veräußerbar? Kann man die verkaufen oder nicht? Das sind alles so Fragen, die natürlich zurückführen auf die Eigentumsdebatte. Ich habe mich jetzt heute entschieden, diese große Frage des Eigentums hier außen vor zu lassen, weil ich darf zwar länger reden als die anderen, aber nicht so lange, wie ich möchte. Genau, die Zeit ist auch was, was wir irgendwie teilen können müssen. Aber vielleicht einen Satz dazu. Wenn es oft diese Verwirrung gibt, dass die Commons Wasser oder Wald, also die Ressourcen selbst sind, also es ist eine Verkürzung und eine Gleichsetzung. Dann gibt es noch eine andere Verkürzung und eine Gleichsetzung und das ist die, dass viele Leute denken, Commons sind Gemeineigentum. Also die Genossenschaft ist ein Commons. Aber ich sage es jetzt mal ein bisschen plakativ, man kann auch eine Genossenschaft in den Sand setzen und sozusagen ein Gewinnprinzip in die Genossenschaft einschreiben. Es gibt also sehr viele unterschiedliche Eigentumsformen. Es gibt einen Mix von Eigentumsformen in den Commons, aber das ist ein anderes Thema und wenn wir in 2 Jahren wieder zu MacPlanet eingeladen werden, reden wir dann darüber. Der zentrale Punkt ist diese Sache mit Zunahme, Zugang. Genau, Commons sollen auch zunehmen, das wäre sowieso das Allerbeste. Also die Sache mit Zugang, Entnahme, Nutzung und so weiter, die haben wir in unserer Welt normalerweise mit diesen Eigentumsrechten geregelt oder mit Gesetzen und Verordnungen. Also entweder Markt oder Staat. Da, wo der Staat nicht funktioniert, gibt es natürlich ein Problem, weil keiner die Gesetze durchsetzt und so weiter. Man kann das aber auch anders regeln. Man kann Commoning betreiben, würden wir sagen. Auch so ein wichtiger Begriff aus der Debatte. Peter Leinbo, einer unserer Co-Autoren, großer Historiker, sind sehr stolz, dass wir ihn dabei haben, sagt, there is no commons without commoning. Es gibt keine Gemeingüter ohne gemeinsames Tun. Es geht nicht um die Ressourcen, es geht um uns und wie wir zueinander in Beziehung treten. Und das ist der Commons-Begriff, setzt sich sozusagen aus diesen Bausteinen zusammen, entsteht in diesem Dreieck zwischen den gemeinsamen Ressourcen, den Gemeinschaften und Netzwerken und dem Prozess des Commonings. Und die Frage ist jetzt, wofür das Ganze? Warum braucht man eigentlich so einen Begriff? Weil natürlich, also einerseits ganz einfach, die Begriffe prägen die Welt. Die schaffen sozusagen Realität, das haben wir auch in dem Zitat am Anfang schon gesehen. Wenn wir Commoning betreiben, werden wir Commoners. Wenn wir über Commons reden, restrukturieren wir sozusagen unsere Gedanken. Und wenn wir unsere Gedanken restrukturieren, hat das eine Auswirkung auf die Realität, in der wir leben. Und ich sage mal so, ganz grob vereinfacht, muss man sich das so vorstellen, es ist ein Unterschied, ob man immer darüber nachdenkt, Waren zu produzieren oder Commons. Man kann in fast allen Ressourcen, von denen man ausgeht, sich für das eine oder das andere entscheiden. Saatgut hatten wir am Anfang. Der Biotech-Saatgutmarkt boomt. Sie kennen sicher diese ganzen Charts zu der Konzentration auf den globalen Saatgutmärkten. Das ist ein ganz aktueller Chart von der Entwicklung des Börsenpreises von Syngenta zwischen Juli 2009 und April 2012, der Tipp, investieren Sie in Biotech-Saatgut bei Syngenta, weil Sie sehen, das lohnt sich. Man kann sich also entscheiden, ob man aus Saatgut Waren oder ein Finanzprodukt machen will oder Commons.
Man kann sich auch entscheiden, ob man aus Code Waren machen will und die Apple-Nutzer sind da auch angesprochen oder Commons. Und diese Entscheidung, deswegen ist es so wichtig, diesen Begriff klar zu kriegen, weil das Entscheidungen für unsere tägliche Praxis sind, für das, was wir nutzen, was wir verbrauchen, was wir produzieren, wie wir es produzieren und für wen wir es produzieren und damit reproduzieren für die Allgemeinheit. Und das ist das letzte Element, was ich in dieser kurzen Einführung über den Begriff noch bringen will. Wir haben schon gesagt, die Commons sind keine Ressourcen. Wir haben schon gesagt, sie sind nicht dasselbe wie ein bestimmtes Eigentumsregime. Und wir haben schon gesagt, sie sind eigentlich mehr sowas wie eine soziale Beziehung. Der Kern des Begriffs ist Commoning. Und weil das so ist, weil wir sozusagen gemeinsam auf Ressourcen, die zu teilen sind, zugreifen und daraus etwas reproduzieren, sind Commons was ganz Produktives. Sehr knapp formuliert, man muss nicht unbedingt eine Fabrik bauen, Geld haben und Waren auf den Weltmarkt werfen, um unsere Bedürfnisse zu befriedigen. Man kann das auch mit Commons tun. Und diesen Bereich der Commons auszuweiten, das ist, ich würde mal sagen, ein wichtiger Pfeiler dieser großen Transformation, um die es gestern Abend ging. Und deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass zumindest der Begriff Commons gestern von Camila Moreno immer mal wieder ins Publikum gerufen wurde. Zweiter Teil. Jetzt gucken wir uns das von der anderen Seite an. Es gibt ja sozusagen diese andere Theorie über die Commons, nämlich dass die so grundsätzlich nicht funktionieren. Und diese andere Theorie hat sich derartig in unseren Köpfen festgesetzt, dass wir eben auch gestern Achim Steiner hören mussten, der sagt, die Tragedy of the Commons, die Tragödie der Gemeingüter, die ist ja nicht umsonst, die haben wir überall. Diese Idee von der Tragedy of the Commons, ich muss mal schnell fragen, wer kennt das? Die Tragik der Allmende, wer kennt das als Slogan? Wow. Also ich würde mal sagen, was? Ich muss schneller machen, ich sage gar nichts dazu. Das finde ich super. In der Regel melden sich weniger Leute hier, was etwa die Hälfte, das ist eine ganze Menge. Aber selbst die sich nicht melden, die kennen natürlich diese Metapher trotzdem. Und zwar ist es so, dass Garrett Hardin, ein sehr einflussreicher Biologe und Ökologe, der erst kürzlich, kann man sagen, verstorben ist, 1968 einen Aufsatz in der Wissenschaftszeitschrift Science veröffentlicht hat. Und wie bedeutend dieser Aufsatz war, kann man schon daran erkennen, dass dieser Aufsatz als Titelgeschichte von Science erschien und bis heute einer der meistzitierten ist und dass sich tatsächlich die zentrale Metapher dieses Aufsatzes in unseren Köpfen festgesetzt hat, selbst wenn wir den Slogan von der Tragik der Commons nicht kennen. Und diese Metapher geht etwa so. Picture a pasture open for all. Stellen Sie sich eine Weide vor, die für alle offen ist. Und da haben nun alle Hirten irgendwelche Schafe und wollen die da drauf treiben. Und dann denkt jeder, ich könnte ja noch eins drauf treiben, denn dann kann ich ja morgen mehr Wolle und Fleisch zum Markt tragen. Und der Nächste denkt das auch und so denkt jeder vor sich hin. Und so maximiert jeder so vor sich hin seinen Nutzen und treibt noch ein Schaf auf die Weide und noch eins und noch eins. Und das Ende ist absehbar, nämlich die Überweidung der gemeinsamen Ressource, der Weide. Und das genau ist die erste steile These von Garrett Hardin, der schreibt in diesem Aufsatz, die Übernutzung ist eine Gesetzmäßigkeit. Da kann man im Grunde gar nichts anderes tun. Das wird immer so sein. Und weil er das glaubt, und das glaubt er im Übrigen, weil er den Menschen für einen Homo economicus hält, einen individuellen Nutzenmaximierer, es ist wichtig darauf hinzuweisen, dass Hardin in bester malthusianischer Tradition argumentiert, sagt er, jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Ich habe schon gesagt, dieses dualistische Denken, entweder oder, ist total schick in der Moderne. Zwei Möglichkeiten. Wir können einen Zaun drumherum setzen. Das ist die sogenannte Einhegung der Commons, die Enclosure of the Commons. Früher war das ganz einfach mit dem Zäune setzen. Das ist ja ein alter historischer Prozess. Da brauchte man einen Hammer, ein paar Pfähle und ein bisschen Macht und dann hat man einfach die Weide eingezäunt, sie sozusagen privatisiert und damit die Zugangsrechte neu verteilt. Man kann aber auch Gesetz machen, externe Kontrolle ausüben, Institutionen, die sozusagen außerhalb der Nutzerinnen und Nutzer liegen, sagen so, wir haben die Macht, wir setzen durch, wie das nach unten zu funktionieren hat. Das heißt, beide, Markt und Staat,
sind traditionell, historisch Enclosures von den Commons. Und das geht bis heute munter weiter und deswegen müssen wir sehr genau darauf gucken, wo sich eigentlich unsere Technologien hinentwickeln. Denn im Grunde können wir ja immer nur das einhegen oder im Grunde gibt es immer nur ein Interesse daran, das einzuhegen, was gerade sehr wertvoll ist für den Markt. Also bevor wir ein Gen nicht entschlüsselt haben, können wir es nicht patentieren. Bevor wir die Nanotechnologie nicht entdeckt haben, können wir Nanopartikel nicht patentieren. Das heißt, die Frage, was unsere technologische Entwicklung an Einhegungen ermöglicht, ist eine ganz relevante Frage und sollte uns darauf hinweisen, dass wir uns mit der aktuellen technologischen Entwicklung ganz intensiv befassen müssen. Zwei Beispiele, um in diesem Saatgut-Software-Bild zu bleiben. Ihr kennt ja alle das schöne Phänomen, dass ihr wollt irgendwie auf ein Ding zugreifen, was technisch kein Problem wäre, aber da hat man einen Kopierschutzmechanismus draufgelegt. Und dann hat man so Digital Rights Management Gesetze gemacht und verschiedene Gesetze, die auch gerade heftig umstritten sind, um zu sagen, das mit dem Kopierschutzmechanismus ist völlig in Ordnung, das muss so sein. Also wo sozusagen auch wieder Staat und Interesse am Markt ineinander greifen und einfach sozusagen technologisch dafür sorgen, dass wir Dinge nicht nutzen können. Das Gleiche passiert beim Saatgut. Ist in diesem Publikum sicher gut bekannt, die berühmte Debatte um die Terminator-Technologie, diese Genetic Use Restriction Technologies, die unter anderem dafür sorgen, also die so weit gehen, dass man die Keimfähigkeit des Saatguts unterbinden kann. Das heißt, das Lebensspendende des Samens verhindert auf technologischem Wege. Das Kopierschutz, das ist eigentlich Gurt. Die Terminator-Technologien sind eigentlich der Kopierschutzmechanismus für das Saatgut. Und all das wird juristisch flankiert durch die Ausweitung von individuellen Eigentumsrechten. Und damit sind wir beim dritten Teil und ich fürchte, ich komme nicht in 10 Minuten damit durch, aber in 15. Darf ich das? Wir können mal das Publikum fragen. Alter Trick. Dritter Teil, letzter Teil. Ihr wollt ja noch wissen, wie die Commons funktionieren. Also so ein bisschen wenigstens. Alles andere steht in dem Buch. Commons, das ist die erste gute Nachricht, funktionieren überall, sagt Elinor Ostrom, Nobelpreisträgerin von 2009. Und die muss es wissen, die hat nämlich erstens ein eigenes Forschungsinstitut gegründet, arbeitet seit über 40 Jahren zu diesem Thema und die haben also mindestens 1000 Fallstudien weltweit, von Los Angeles bis zu den Schweizer Almweiden, von den Küstengewässern in Chile bis zu dem Landbesitz auf den Philippinen studiert und immer geguckt, wie funktioniert denn das? Gibt es Prinzipien, gibt es Gesetzmäßigkeiten, von denen wir zumindest, oder Prinzipien, sage ich mal, keine Gesetzmäßigkeiten, gibt es Prinzipien, von denen wir sagen können, wenn das und das und das erfüllt ist, dann ist die Chance, dass gemeinschaftliche Nutzung und Bewirtschaftung gut funktioniert, sehr groß. Sagt sie, ja. Und das gibt es überall. Denn im Wesentlichen, Menschen kommunizieren miteinander. Die handeln Regeln aus. Wir haben nämlich den großen Vorteil, dass wir die einzige Spezies auf der Welt sind, die sowas haben wie ein Sprachzentrum im Gehirn. Das wissen die Biologen hier besser. Das Broca-Areal, das man hier sieht. Und die Sprache ist ja sozusagen das Kommunikationsmittel par excellence. Wir sind also befähigt zur Kommunikation. Und Ostrom sagt, sie hat gelernt, Menschen wissen in der Regel selbst, was für sie gut ist. Und sie können von unten sozusagen die Problemlösungen entwickeln, die am ehesten angepasst sind auf die lokalen Verhältnisse. Das große Problem, gerade in der globalen Debatte, das kostet Zeit. Das ist auch tatsächlich ein ungelöstes Problem. Und es ist auch kompliziert in der Commons-Debatte zu sagen, wir haben kein Patentrezept. Wir können nicht switchen von Modus A in Modus B bis zum Jahr 2050, was ja dringend notwendig wäre, auf dem Emissionsreduktionspfad. Aber diese Art von Komplexität, Kompliziertheit und Kommunikationsaufwand ist anzuerkennen. Die Commons sind sozusagen nicht unkomplizierter als das Leben selbst. Aber Grundthese, Menschen sind in der Lage zu kooperieren. Das heißt, es geht darum, dass wir in jedem Projekt, in jeder Politik, in jeder Institution, in jeder Art zu produzieren, die Bedingungen für Kooperation so gut wie möglich machen. Kooperation muss einfach sein. Und es muss der Leitgedanke all dessen sein, was wir sozusagen an Institutionen in die Welt setzen.
Das ist möglich, denn wir sind mehr als der Homo economicus. Und ich will nur mal zeigen an einem Beispiel, dass wir uns tatsächlich entscheiden können, dass es Menschen gibt, die sich entschieden haben. Wer kennt den? Das ist jetzt nicht allzu viel. Und den? Das sind ein paar mehr und die anderen, die sich nicht gemeldet haben, trauen sich nicht. Tim Berners-Lee hat 1989 die Seitenbeschreibung Sprache HTML und das Internetprotokoll HTTP entwickelt. Und er hat einen, wie ich finde, sehr schönen Satz gesagt. Ich möchte nicht den Rest meines Lebens damit verbringen, zu kontrollieren, was andere Menschen tun. Und der andere Mensch im Bild hat den Rest seines Lebens damit verbracht, oder wird das tun, zu kontrollieren, was andere Menschen tun. Und Tim Berners-Lee hat dafür gesorgt, unter anderem innerhalb dieses World Wide Web Consortiums, was sozusagen die Internetregierung ist, sehr kompliziert, sehr lange Debatten, schaffe ich, dass diese Prinzipien des allgemeinen Zugangs zu Dingen, um die wir nicht konkurrieren müssen, weil sie nicht rival sind, ihr erinnert euch ganz an den Anfang, nicht rivale Ressourcen, in der Internet-Governance aufgehoben sind. Alle haben Zugang. Alle Netzneutralität. Alle dürfen nutzen und weiterentwickeln. Und es gibt nur patentfreie Standards. Denn sowas Komplexes wie das Internet, eines der wichtigsten Produktionsmittel der Gegenwart, funktioniert nur auf Basis von Kooperation und Selbstorganisation. Das hat Tim Berners-Lee schon vorausgesehen, dass das etwas ist, sozusagen, was sich am besten, was am innovativsten ist, wenn dem keine Verwertungsschranken, keine Control- und Command-Ideologie übergestülpt wird. Ich merke gerade, dass ich immer eine Geschichte dazu erzählen will, aber das lasse ich jetzt alles weg. Und der Punkt ist, dass Selbstorganisation in der klassischen Wirtschaftstheorie eigentlich nicht vorkommt. Wir haben das ja alle erlebt, dass sozusagen die Zunft der Ökonomen doch weitgehend versagt hat, uns vorauszusagen, was eigentlich passieren wird und wie sich das alles erklären lässt. Sie hat aber auch darin versagt, sozusagen wirklich wichtige Paradigmen und Elemente und Kategorien, die unser gemeinsames Leben und Produzieren bestimmen, wie Selbstorganisation, tatsächlich in den Blick zu nehmen. Und das hat Eline Ostrom getan mit ganz vielen Kollegen und hat, habe ich vorhin schon erwähnt, diese Designprinzipien für langlebige Commons-Institutionen entwickelt. Es fällt mir jetzt relativ leicht, da drüber zu springen, weil ihr braucht nämlich nur ihre Nobelpreisrede zu lesen, da stehen die alle drin. Und ich beziehe mich nur auf das siebente. Es gibt insgesamt acht. Und das siebente sagt, es muss ein Mindestmaß an Anerkennung des Rechts der Nutzer geben, ihre eigenen Regeln zu bestimmen. Also das Recht auf Selbstorganisation, das Recht auf Kooperation, die Gestaltung von, das Recht, Freiräume zu haben, um Commons überhaupt entfalten zu können, gerade inmitten sozusagen einer kapitalistischen, finanzkapitalistischen Gesellschaft, ist das ein Recht, das wir verteidigen und erkämpfen müssen, damit wir Alternativen überhaupt wieder ausprobieren können. Der Mann hat das schon vor 30 Jahren einfach gemacht. Der kannte damals sicher Eleanor Ostrom nicht, aber das ist auch so ein Genie. Entschuldigung, ja, danke. Auch so ein Genie wie die zwei anderen. Also ich will ja dem Bill Gates nicht absprechen, dass er gewisserweise auch ein Genie ist. Er nutzt nur sein Genius für andere Zwecke als Tim Berners-Lee und als dieser Herr hier, der heißt Richard Stallman, RMS, Richard Matthew Stallman, einer der genialsten Hacker der Welt, der hat sich überlegt, Moment, wir gucken den noch eine Weile an, der ist schön. Ich finde, Menschen, die dein Bild von Berufsgruppen prägen, haben was Bemerkenswertes. Richard Matthew Stallman, Sie müssen sich vorstellen, einer der genialsten Programmierer der Welt, hat vor 30 Jahren im Massachusetts Institute for Technology gearbeitet. Ich rede jetzt immer schneller wegen der Moderation. Und hat ein Problem mit seinem Drucker gehabt. Und hat sich überlegt, der Drucker macht jetzt nicht, was ich will, ganz einfach. Ich gucke ins Programm, also in den Quellcode und repariere das Problem. Und hat dann festgestellt, er darf das nicht. Er darf da nicht reingucken. Die Lizenzbedingungen verbieten ihm das. Das ist wie wenn Sie den besten Automechaniker des Dorfes, dem geben Sie Ihr Auto, der will die Motorhaube aufmachen und das darf er nicht, weil Sie müssen das Auto in die Vertragswerkstatt schicken. Kommt ihm bekannt vor, ne? Und dann hat er sich gesagt, wenn wir das wichtigste Produktionsmittel der Zukunft, des 21. Jahrhunderts, sozusagen so designen, so gestalten und so einzäunen,
wie die Weiden des 17. Jahrhunderts, dann haben wir ein Problem. Dann wird nämlich dieses wichtigste Produktionsmittel der Zukunft nicht der Gesellschaft zur Verfügung stehen. Aber zu der gleichen Zeit hat es schon Bill Gates gegeben mit seiner Microsoft-Idee, die schon damals sehr erfolgreich war. Und er hat damals schon gewusst, dass es keinen Sinn hat, den Kampf David gegen Goliath auszufechten. Also nicht Microsoft anzugreifen, nicht die Idee von proprietärer Software anzugreifen, sondern zu sagen, wir machen unser freies Betriebssystem selbst. GNU Linux. Ganz hübsche Geschichte, die ich jetzt weglasse, weil der Punkt ist, wie haben sie das produziert? Peer-to-peer, so untergleichen, in Netzwerken, Programmierer aus aller Welt, die gemeinsam das Ziel festlegen, wir wollen freie Software, wir wollen ein freies Betriebssystem, die gemeinsam die Regeln der Kooperation bestimmen, die beitragen zur Softwareallmende. Und jetzt kommt der Clou, alle denken immer, Software hätte was mit Technik zu tun. Das ist natürlich nicht so, Software ist nichts anderes sozusagen auch, als ein Text, ein Bleistift und ein Zettel, wo wir diesen Text draufschreiben können. Und dann sagen wir, und das ist eine rechtliche Institution, was wir mit diesem Text machen dürfen und was nicht. Und das hier kennen alle, in der Regel dürfen wir das mit Texten machen, also nämlich gar nichts. Also wir müssen immer den Urheber fragen, was wir machen dürfen, weil der hat das Urheberrecht. In der Regel verkaufen dann die Urheber ihre Urheberrechte an die Rechteverwerter. Aber jedenfalls, wir kennen dieses Copyright. Und Richard Matthews-Stallman hat sich nun gesagt, wie wäre es denn, wenn wir unser Copyright dafür nutzen, das ist jetzt die vereinfachte Variante, ich erinnere, und uns überlegen, alle dürfen die Software benutzen, alle dürfen sie teilen, alle dürfen die Programme von Computer A nach Computer B laden, alle dürfen sie weiterentwickeln, alle dürfen in den Quellcode gucken, alle dürfen Probleme lösen. Kurz und gut, alle dürfen damit machen, was sie wollen, außer einer Sache. Sie dürfen nicht sagen, jetzt habe ich aus der Software am Ende geschöpft, habe ich was dran verändert, zum Beispiel die italienische Variante hinzugefügt oder so, und jetzt ist es meins. Sie dürfen sie sich nicht wieder aneignen. Und so ist aus dem Copyright das Copyleft geworden. Und das ist das Zeichen für das, das ist jetzt eine ernstzunehmende institutionelle Innovation, ein sogenanntes Legal Hacking. Und das finde ich echt so wichtig, dass immer, wenn ihr irgendwie eure Professoren habt oder wie auch immer, Leute, die aus der Allmende finanziert sind, weil die alle von unseren Steuergeldern leben, dann sollten die alle Werke, die dir schreiben, freigeben. Wir haben sie bezahlt und was aus der Allmende kommt, soll in die Allmende zurückgehen. Was öffentlich war, soll öffentlich bleiben. Also keine technologische ohne rechtliche und institutionelle Innovation. Und dass das nicht nur bei Software geht, sondern auch bei Saatgut, zeigt dieses Beispiel. Ich mache es jetzt ganz kurz, ich will das nicht technisch und wissenschaftlich erklären, sondern es ist so, man braucht bei Kohl ganz viele Kohlköpfe. Damit, also ich meine wirklich ganz, ganz viele, damit die sich irgendwie selber reproduzieren können. Hat natürlich heute keiner mehr. Also weil das sozusagen mit den kleinen Gärtchen nicht mehr funktioniert und wir überhaupt in den Städten relativ wenig Gärten haben und so weiter. Also haben wir diese Saatgutentwicklung für Kohl an die Industrie ausgelagert. Die vielen Sorten, die Sortenvielfalt entsteht aber nur sozusagen durch die Nutzung und die permanente Weiterentwicklung in eben diesen Peer-to-Peer-Strukturen. Der Trudener Kobis beispielsweise, der sich eben nicht im kleinen Garten durch den einzelnen Bauern oder so selber fortentwickeln kann, ist so erhalten worden im Südtirol. Das ist ein Beispiel aus Südtirol. Truden ist ein Dorf im Südtirol, im Winschgau. In Nachbarschaftsstrukturen, in Peer-to-Peer-Strukturen, mit der gleichen Idee wie mit der Software. Gemeinsam züchten, frei austauschen, über den Gartenzaun hinweg, einen Beitrag zur Saatgutallmende leisten. Und dann darf aber keiner sagen, jetzt ist das Saatgut mein. Das heißt, diese Kernidee in beiden, beim gemeinnützigen Saatgut und bei der freien Software, ist, wir können die Pflanzen ernten, wir können sie verkaufen, wir können sie in unseren Kochtopf schmeißen, wir können sie unserem Nachbarn schenken, wir können sie durchaus auf den Markt tragen. Aber den Kern, das Saatgut selbst, das müssen wir teilen, das können wir nicht privat aneignen. Und das Gleiche gilt bei freier Software. Es gibt viele Firmen, die sozusagen ihr Businessmodell auf der Idee von freier Software aufbauen. Sie verkaufen sozusagen ihre Dienstleistung, aber nicht den Code. Der steht für alle zur Verfügung. Man kann nicht das Quellwasser privatisieren. Die Ressource an sich muss immer erhalten, reproduziert und für alle verfügbar bleiben. Die Essenz der Commons ist nicht privat aneignungsfähig. Und dazu braucht es ganz viele soziale Innovationen.
Keine technologische Innovation ohne soziale Innovation. Und das sind meine letzten beiden Gedanken. Eine faire Zukunft ohne soziale Innovation und nichts anderes sind eigentlich Commons. Die müssen ja immer wieder neu gestaltet und neu gedacht werden. Eine faire Zukunft ohne vielfältige und resiliente Commons ist gar nicht denkbar. Und das Problem ist, dass wir nur machen können, was wir auch denken können. Und deswegen müssen wir lernen, in Commons-Kategorien zu denken. Und deswegen sollten Sie dieses Buch lesen. Dankeschön. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank. Unser zweiter Redner ist Andreas Weber, Biologe und Doktor der Philosophie. Und seit 1994 schreibt er Artikel und Bücher. Sein erstes nach seiner Dissertation war Alles fühlt, Mensch, Natur und die Revolution der Lebenswissenschaften. Das ist 2007 erschienen und hat mich damals auch selbst sehr beeindruckt, weil er eine ganz grundlegende Information aus meiner Schulzeit völlig über den Haufen geworfen hat, nämlich dass Darwin mit seinem Survival of the Fittest, dass das einfach keineswegs ein Naturgesetz ist, was ich bis dahin gedacht hatte. Ja, das nächste Buch, was er geschrieben hat, heißt Biokapital, die Versöhnung von Ökonomie, Natur und Menschlichkeit. Und das dritte Buch, Mehr Matsch, nicht Quatsch, Matsch, Kinder brauchen Natur. Der Verlag wollte das so, mehr Quatsch hätte mir auch gefallen. Aber Mehr Matsch ist auch schön. Ja, die Natur wirtschaftet sehr erfolgreich seit Milliarden von Jahren, völlig ohne Abfall und hat ja aus dem immer gleichen Material, unsere Erde ist ja, außer ein paar Meteoriten kommt ja nichts dazu und Sonnenenergie natürlich, hat aus dem immer gleichen Material eine immer größere Vielfalt hervorgebracht. Und was lehrt uns das in Bezug auf das Thema Commons? Ja, ganz herzlichen Dank. Ich muss hier gerade noch mal was wechseln. Ich beglückwünsche alle, die hier sind, mich auch, dass ihr hier seid, weil wir hier heute Paradigmenwechsel machen, weil es ein ganz wichtiges Datum ist, an dem dieses Buch erscheint, in dem wirklich erfolgreich, würde ich sagen, der Versuch unternommen wird, aus der Idee der Commons eine neue Weltsicht zu machen. Und meiner Meinung nach die Weltsicht, die wir brauchen, um die Probleme, die wir seit 30 oder 40 Jahren nicht lösen können, anzugehen. Insofern vermittle ich euch jetzt ein bisschen Euphorie. Ich hoffe, ich vermittle euch auch noch ein bisschen Inhalte und kann also das auch irgendwie überzeugend darlegen, wieso ich meine, dass das so ist. Ich bin immer, es ist immer gut, wenn ich nach Silke spreche, weil ich dann nochmal so inspiriert von ihr bin und mir dann wieder neue Sachen einfallen. Allerdings hat sie mir auch ein paar Nüsse zu knacken gegeben, nämlich die Pinselohrschweine, über die müssen wir gleich mal reden. Diese Tiere, die da wieder Konkurrenz zelebrieren und nur wir mit unserem Brokat-Zentrum können das eventuell anders machen. Das versuche ich also gleich im Grunde genommen noch ein bisschen differenzierter zu sehen oder andersrum zu sehen. Also das, was wir hier machen, glaube ich, also wir sage ich mal, wir Commons, Fackelträger, das, ich glaube, das sollte nicht unterschätzt werden. Es ist ja so, dass man je nach Lust und Geschmack Commons als einen netten Nebenschauplatz für abgelegene Almen und bestimmte Bereiche der modernen Medientechnologie sehen kann oder dass man sagt, ja, das ist vielleicht irgendwie der dritte Weg, ja, zwischen Kapitalismus und Sozialismus und ich glaube, oder man sagt, das ist sowieso Quatsch, das sind alles Spinner, die sind irgendwie marginal, wir wissen doch, wie es geht, aber ich glaube, dass wir wirklich genau hinschauen sollten, denn meiner Meinung nach ist das im Grunde genommen eigentlich ein Blick auf die Wirklichkeit der Welt in ihrer Tiefe.
Es ist etwas, was unterhalb dieser dualen Spaltungen liegt. Und das versuche ich Ihnen jetzt gleich ein bisschen zu erklären. Es geht, glaube ich, darum, und das ist das für mich Elektrisierende an der Idee, die Welt als einen Ort, der von allen hervorgebracht wird und nur hervorgebracht werden kann, indem er von allen geteilt wird, zu verstehen, dass wir möglicherweise einen Schritt machen damit, überhaupt wieder in Kontakt mit der Wirklichkeit zu kommen. Und ich würde sagen, Kontaktverlust mit der Wirklichkeit ist das, was unsere Probleme im Augenblick ausmacht. Ja, wir leben in einer Welt, in der wir immer noch mehr Wachstum brauchen, damit wir die Probleme lösen, die durch Wachstum verursacht sind. Ich brauche das nicht aufzählen, Sie wissen das alle, sonst wären Sie nicht hier. Aber ganz ehrlich hat man doch das Gefühl, so blöd können wir doch alle nicht sein, um das nicht zu kapieren. Also wir haben es in Wahrheit kapiert, aber wir ignorieren es. Und wenn man etwas ignoriert, was da ist, dann leidet man unter Wirklichkeitsverlust. Und meiner Meinung nach ist die Idee, die Welt als eine Allmende zu verstehen, und ich sage das jetzt mal wirklich so breit, ist das, was uns da rausführen kann. Und die Praktiken, die Welt als Allmende zu verstehen, sind eigentlich die Praktiken des Lebens, die wir teilweise ja längst immer und überall schon kennen und praktizieren, nämlich im Umgang mit den Menschen, mit denen wir irgendwie in Bekanntschaft stehen, an die wir gebunden sind. Und ich glaube, dass da eben nicht nur die Möglichkeit liegt, Probleme zu lösen, die wir mit den anderen Methoden nicht lösen können, sondern dass überhaupt nur in einer solchen Umkehrung des Blicks unsere Chance liegt, rauszukommen aus den Deadlocks, in denen wir im Augenblick befangen sind. Ja, das muss ich jetzt mal versuchen, etwas einzulösen. Dafür habe ich diese Tabelle hier, die bleibt da, das ist mein einziges Slide. Die können Sie sich nach und nach durchlesen und wieder rauf und runter durchlesen. Ich habe da versucht, und darüber werde ich jetzt sprechen, die drei Sichtweisen, über die ich hier sprechen werde, oder die drei Funktionsweisen darzustellen. Das linke ist das, was ich Neoliberalismus genannt habe. Aber Sie können auch einen Schrägstrich dahinter machen und schreiben Neoliberalismus/Darwinismus. Das zweite, die zweite Säule sind die Funktionsprinzipien der Allmende. Ich komme gleich noch dann etwas später zu den Einzelheiten. Ich würde ein paar Sachen jetzt mittlerweile ändern. Das ist bloß so eine schöne Tabelle, die ist schon ein bisschen älter. Die ist in dem Buch, in dem Artikel, den ich da drin habe, ein bisschen anders, etwas weiterentwickelt. Aber so sieht sie einfach besser aus. Und das dritte und letzte, und das ist das letztlich, was wäre mein Anliegen ist, als Mensch, der die ganze Zeit darüber nachdenkt, was ist eigentlich Leben, was ist eigentlich das Lebendige, das sind diese Bereiche abgebildet auf die Biosphäre. Wie funktioniert eigentlich Haushalten in echt? Denn wenn wir über Ökonomie reden, dann ist das ja Haushalten, aber wir können ja mal gucken, wie haushaltet eigentlich die Wirklichkeit? Und das ist dann natürlich die Biosphäre. Was passiert da eigentlich? Und wenn wir darüber nachdenken, dann stellen wir fest, dass wir alle ein relativ festgefügtes Bild haben. Das haben wir selbst dann, wenn wir versuchen, etwas anderes zu entwickeln. Und das ist interessanterweise eine seltsame Vermischung und gegenseitige Verstärkung eines kapitalistischen Wirtschaftsdenkens und eines darwinistischen Überlebens- und Effizienzdenkens und Optimierungsdenkens. Und wenn man in der Geschichte der Ökonomie und in der Geschichte der Biologie zurückguckt, dann stellt man fest, dass diese Wissenschaften im Grunde genommen in der Zeit ihres Entstehens im 19. Jahrhundert eine einzige Wissenschaft gewesen sind. Ja, ich glaube, so weit könnte man gehen. Darwin lässt sich von einem Ökonomen das entscheidende Stichwort geben, von Malthus, ja, dass es immer zu viele Individuen gibt, sodass immer eine Auslese stattfinden muss, denn alle können ja nicht überleben. Das ist ja gar keine biologische Überlegung gewesen, sondern das ist die Beobachtung eines frühviktorianischen Ökonomen, der in den Slums Londons sich umschaut und feststellt, so ist das wohl irgendwie. Und daraus wird ein Prinzip der Natur. Und in einem ständigen Hin- und Her-Ping-Pong-Spiel befruchtet sich also die darwinistische Ökonomie
mit der darwinistischen Biologie und daraus kommt so ein Verhängniszusammenhang, aus dem wir überhaupt nicht mehr rausgekommen sind. Und das ist das, was dann am Ende dazu führt, dass ein Mikrobiologe, ich meine, da sehen Sie das auch wieder, ne? Das ist ja so scharf, ein Mikrobiologe stellt eine ökonomische Theorie über die Behandlung der Wirklichkeit, ja, der belebten Wirklichkeit auf. Da haben wir wieder das. Und es ist klar, dass er ein Verhängnis sehen muss. Denn es ist, er ist einfach in dem Paradigma drin, dass die unterste Schicht der belebten Welt, die auch uns als Lebewesen hervorgebracht hat, auf stummer, nicht reflektierter, kalter Auslese zum Zweck des Überlebens, zum Zweck des Auslebens der arteigenen Egoismen führt. Ja? Das heißt, das ist einfach eine Behauptung, die ist so drin in diesem gegenseitigen Wechselspiel von Ökonomie und Biologie, dass man das gar nicht mehr hinterfragt. Und wenn man sich anguckt, was sagen eigentlich Politiker, was sagen Ökonomen heutzutage und was sagen Biologen, was sagen Evolutionsbiologen, dann ist das immer noch so. Und uns kommt das lernen wir auch in der Schule übrigens, ne? Das ist klar, das ist dann der Augenblick, wo man dann aussteigt und sagt, Bio ist scheiße, was ich da lerne, das ist alles völlig, hat mit mir ja nichts zu tun. Und habe ich auch so gemacht, bin dann irgendwie da wieder hingekommen, weil ich feststellte, das tut aber weh da, diese Lücke. Das heißt, was ich sagen will, und das werde ich nicht müde zu betonen, wir haben eine systematische Blindheit gegenüber dem, was uns hervorgebracht hat und was wir selber sind, nämlich belebte Wesen. Und wenn wir über Haushalt reden, dann schauen wir überhaupt nicht an, was eigentlich das Austauschen von Stoffen, von Sinn, von Informationen, von Bedeutung zwischen belebten Wesen in der Biosphäre ist, sondern wir kommen sofort mit dieser viktorianischen Vorstellung von ständig maximierter Effizienz, in der natürlich, das in Klammern gesprochen, das alte christliche Erlösungsideal drinsteckt. Ne? Das ist ja immer noch da. Da ist ja immer noch die Idee, die Welt wird auf diese Weise besser und am Ende sind wir alle aus dem Schneider. Ja, indem wir die Wirklichkeit, also lassen Sie sich das auf der Zunge zergehen, also wirklich auch individuell. Ja, diese, sagen wir, Abkehr von dem, was man eigentlich in seinem Kern ist. Indem wir die Augen vor der Wirklichkeit verschließen, können wir sie derart beherrschen, dass wir am Ende erlöst sind von allen, sagen wir, schwierigen Umständen der Lebendigkeit. Das ist letztlich die Versprechung, die dahinter steht. Und ich komme danach wieder auf den Hauptstrom, aber das muss ich Ihnen auch noch sagen, weil das so schön ist. Keynes, der ja, sagen wir mal, so ein bisschen als sozialdemokratischer Soft-Mainstream-Ökonom gilt, der hat das mal so schön zusammengefasst. In einem Aufsatz, der hieß, glaube ich, ökonomische Wahrheiten für unsere Urgroßenkel oder sowas, also so richtig in die Zukunft gedacht, der sagte, wir müssen noch 100 Jahre so tun, als wäre das Schlechte gut und das Gute schlecht. Und erst dann werden wir aus dem Tunnel der ökonomischen Prekarität ans Tageslicht geführt werden. Ja. Aber was da passiert, meine, das kann man auf verschiedenen Ebenen bewerten. Man könnte das jetzt mythologisch den Pakt mit dem Teufel nennen, der bekanntlich meistens schlecht ausgeht für den, der da mit seinem Blut unterschreibt. Aber man könnte auch sagen, das ist eine Form von seelischer Unauthentizität, die bestimmt nicht zur Erfüllung der eigenen Bedürfnisse führen wird. So, und in der Situation sind wir. Und jetzt will ich versuchen, dem etwas entgegenzusetzen. Ich will eigentlich nur dafür werben, und das sehen Sie ja, während ich hier rede, können Sie ja immer mal wieder an diese grandiose, an dieses Manifest als Tabelle schauen. Ich will eigentlich nur dafür werben, dass wir uns doch einfach nochmal angucken, was in der Welt der Lebewesen passiert. Also wir haben da jetzt eine Theorie und denken, alles was lebt ist, ist Überlebensmaschine. Ja, so gehen wir ja übrigens auch mit uns selber um. Wir denken das ja auch. Wir wissen ja auch, wir sind in Wahrheit ja sowieso bloß Egoisten. Aber ist das wirklich so? Und dann ist das Interessante, wenn wir rausgucken und genau hinschauen, dann fallen diese ganzen darwinistischen Schlagworte alle in sich zusammen. Ja? Also fangen wir an. Also wir gucken jetzt mal, ich bin ja,
Ich bin ja autorisiert, ich bin ja Diplombiologe. Einen kleinen, ganz kleinen Mini-Parcours durch die Natur mit den entscheidenden Stichworten unseres gängigen Wirtschaftsbildes. Und vielleicht kommt da so etwas raus wie ein natürlicher Antikapitalismus. Ja, ich meine, das ist natürlich heikel, weil ich ja vorschlage, dass wir die Biologismen der Wirtschaftslehre ersetzen durch einen neuen Blick auf die Biologie. Aber ich verheiße euch, dass diese Biologie keine deterministische Biologie ist, sondern dass wir erkennen werden, dass die Natur und das Leben in der Natur so etwas ist wie ein Freiheitsprozess, dass die Lebendigkeit so etwas ist wie eine beständige Vermittlung zwischen Freiheit und Notwendigkeit, eine beständige Vermittlung zwischen Individuen und dem Ganzen und letztlich die Allmende als Paradigma. Ja, das kommt dabei raus. Und da gibt es kein äußeres Gesetz, das etwas festschreibt, aber es gibt verkörperte Wesen wie wir mit ihren Bedürfnissen, die man nicht von außen über, sagen wir, aus der Perspektive der Sozialwissenschaften definieren kann, sondern die man von innen sehen muss. Das kann ich überhaupt nicht lesen. 30 Minuten noch. Also, das geht jetzt auch ganz schnell. Ich habe jetzt eigentlich ja schon alles gesagt. Effizienz. Sie kennen ja diese Vorabendfilme. Der Tiger, der in Klammern ja auch bald ausgestorben ist, schleicht auf leisen Sohlen der Beute nach und wird beschrieben als hocheffizienter Jäger. Ja, das sitzt man da und glaubt das und denkt, mein Gott, die Natur ist so wahnsinnig effizient. Wieso habe ich denn eigentlich meinen Artikel noch nicht geschafft? Ja, wieso sitze ich hier und gucke mir das an? Dieser hocheffiziente Jäger, da kriegt man ein furchtbar schlechtes Gewissen. Und dann, wenn man dann aber sich mit diesem Thema weiter beschäftigt, dann findet man ja auch immer wieder Trost in Büchern. Es ist also so, dass diese hocheffizienten Jäger das Ineffizienteste sind, was sie sich überhaupt vorstellen können. Dagegen ist sogar mein alter Volvo ein Energiesparmodell. Ja? Denn erstens ist es so, dass das warmblütige Lebewesen fast 100% der gesamten Energie, die sie aufnehmen, alleine für die Erhaltung der Warmblütigkeit benötigen. Ja? Wir sind Heizungen. Und fast alles, was wir essen, brauchen wir, um uns zu heizen. Und vielleicht noch unseren Nächsten und den Raum. Ja, ja, warum? Warum eigentlich? Warum ist das so? Ja? Und große Raubtiere sind sowas wie Straßenkreuzer aus den 50ern. Die sehen super aus und verschleudern die Energie. Also wenn Sie wirklich was Effizientes haben wollen, dann gehen Sie in die Tiefsee in 8000 Meter Tiefe. Da gibt es so Haarsterne, die sich im Jahr 3 Zentimeter weit voran bewegen bei 4 Grad. Die sind effizient. Die Photosynthese hat einen Wirkungsgrad von 7%. Ja? Das kann also wirklich jeder taiwanesische Hinterhofingenieur besser. Was machen Tiere im Meer? Ich bin ja Meeresbiologe. Was machen die, um sich fortzupflanzen? Kabeljau, für mich immer wieder ein faszinierendes Beispiel. Kabeljau kommt ja in großen Schwärmen vor. Was machen die, um sich fortzupflanzen? Diese riesigen Fischschwärme tanzen tagelang einen Hochzeitstanz von einem weiblichen und einem männlichen Kabeljau. Ja, nur so. Und dann laicht das Weibchen Millionen von Eiern ab ins Meer, von denen genau so viele sterben, dass am Ende aus diesen Eiermassen wieder ein weiblicher Kabeljau entsteht. Ist das effizient, frage ich Sie. Hätte das beim Controlling Bestand, käme man damit durch. Aber das Interessante ist, diese ganzen verschwindenden, sterbenden Eier sind für die anderen Wesen in diesem Meer Geschenke, Nahrung. Ja? Das heißt, das, was da passiert, ist etwas ganz anderes. Es wird gegeben. Es findet eine beständige Gabe statt. Die Sonne wird geschenkt, die Sonne wird umgewandelt in photosynthetische Algen, die werden wiederum gefressen. Eine gigantische Kaskade von Geschenken durchzieht das Meer und am Ende sehen wir das Liebesspiel des Kabeljaus. Ja? Das ist jetzt sozusagen der Kern meiner ökonomischen Sichtweise. Und Effizienz hat da überhaupt nichts verloren. Das ist ein Mythos. Der nächste Mythos ist Wachstum. Die Biosphäre wächst nicht.
Es ist ja nicht so, dass immer mehr Bäume dazukommen und man am Ende da gar nicht mehr durchkommt, ja, oder die in den Boden wachsen oder in den Himmel. Die Biosphäre wächst nicht. Die Biosphäre ist die Steady-State-Ökonomie, von der Herman Daly zum Beispiel redet. Die Biosphäre hat einen gleichbleibenden Throughput. In manchen Jahren ist er ein bisschen größer, in manchen Jahren ist er ein bisschen kleiner. Aber es passiert ja trotzdem etwas. Das wissen Sie ja auch. Jeder weiß das, weil wir ja leben und ja irgendwie doch auch wachsen, nämlich innerlich. Es nimmt Tiefe zu, es nimmt Sinn zu, es nimmt Bedeutung zu, es nehmen Bezüge zu. Und diese Bezüge, diese Verbindungen von Wesen, sagen wir ökologische Nischen, Interaktionen, Kooperationen, auch Konkurrenz, die führen wiederum dazu, dass andere, die da drin auch mitspielen, noch mehr Möglichkeiten haben. Das heißt, auch hier haben wir wieder eine Zunahme for free von Optionen, von Freiheitsgraden. Aber nicht, indem da irgendwie Materie angehäuft wird. Ich mache noch drei, dann höre ich schlagartig auf. Konkurrenz. Sie wissen ja, Konkurrenz belebt das Geschäft. Ohne Konkurrenz hätten wir immer noch keinen Fernseher und keinen Kühlschrank und würden immer noch leben wie in den 20er Jahren. Übrigens hat 1924 Kurt Tucholsky den schönen Satz gesagt: Ich kann im Jahre 1924 sehr gut ohne die Erfindungen des Jahres 2400 leben. Den finde ich sehr einleuchtend. Konkurrenz. Das ist ja so, dass man auch im Biounterricht lernt, weil das die Biolehrer selber nicht verstehen. Das waren ja nur mittelmäßige Biostudenten. Meistens, ich möchte niemandem zu nahe treten, meine Biolehrer waren das jedenfalls. Dass durch Konkurrenz keine neuen Arten entstehen. Das ist ja die Idee bei Darwin. Wir brauchen ordentlich Konkurrenz und dann gibt es neue Arten. Aber wenn man ordentlich Konkurrenz hat, dann entsteht biologisch Verödung. Ja, dann rennen sich Arten in bestimmten Entwicklungswegen fest und andere Arten verschwinden, die sind dann nicht mehr da. Ja, das ist die Situation auf gespritzten Äckern. Da herrscht eine Riesenkonkurrenz zwischen den letzten drei verbliebenen Pflanzenarten, die da leben können. Und es ist ganz anders in Ökosystemen mit sehr vielen Arten. Da gibt es nämlich ganz wenig Konkurrenz. Da gibt es unglaublich viele Interaktionen, die aber ganz verschiedener Art sind. Da gibt es etwas Konkurrenz und etwas Kooperation und etwas Symbiose und etwas Parasitismus und ganz viel Zufall. Und wenn ich Ihnen nur eine Sache mit nach Hause geben darf heute, dann die, dass Sie sich merken, dass Arten durch Zufall entstehen und nicht durch Konkurrenz. Arten entstehen, wenn ein Talzugang verschüttet wird und eine, was auch immer, Nagetierart sich plötzlich in zwei Populationen aufgespaltet findet. Wenn man das nachliest, dann stellt man fest, dass Kleinlaut Evolutionsbiologen feststellen, dass Arten entstehen nicht durch Konkurrenz, sondern die entstehen durch das Auf und Ab der Lebensgeschicke. Ja, also auch das würde ich sagen, brauchen wir nicht. Und das Letzte ist das Eigentum, über das Silke nicht so viel sagen wollte. Gehört euch euer Körper? Was von meinem Körper gehört mir? Wie viel kann ich davon mitnehmen? Wenn man sich das anschaut, was da passiert, dann stellen wir fest, dass wir mit jedem Atemzug den Kohlenstoff, aus dem wir bestehen, ausatmen. Das ist nämlich anders als bei diesen Straßenkreuzern, von denen ich vorhin gesprochen habe. Es ist ja nicht so, und auch das ist was, das einem der Biolehrer in der Schule nicht so richtig sagt, ne? Denn der Körper ist ja eine Maschine, das kennen Sie ja aus der Schule, oder ihr. Ich rede ja selber schon wie ein Biolehrer hier, wenn ich euch sieze. Der Körper ist eine Maschine, der wird betankt mit Schulbrot und das wird in den kleinen Fabriken der Zellen, in den Produktionseinheiten, die Zellorganellen heißen, verarbeitet und am Ende werden Abfälle ausgeschieden. Ja? So wird einem das vermittelt und dann hat man eben auch keine Lust mehr, in den Biounterricht zu gehen und spuckt dem Nachbarn zerkautes Papier in den Nacken, weil das lebendiger ist. Und das ist falsch. Es ist einfach falsch. Es ist nämlich so, es ist jetzt ein bisschen schwierig, aber das muss ich auch noch sagen, weil das eben auch, weil das eben genuin Allmende-Idee ist. Ja? Es ist so, dass wir Nahrung aufnehmen und ich könnte Ihnen das jetzt dahin projizieren, ich habe es sogar auf dem Computer, den Zitronensäurezyklus, dass der Kohlenstoff aus der Nahrung, das C aus der Nahrung, wird zu einem C unseres Körpers. Ja, die Nahrung wird zu uns. Und dafür wird ein C unseres Körpers
abgegeben und ausgeatmet. Ja, wir atmen uns selbst aus, dem Nebenmann ins Gesicht, auch manchmal. Und wir werden zu dem, was wir essen. Ja? Also das auf die Frage Eigentum in der Natur. Ja? Wir gehören uns überhaupt nicht. Wir sind uns geschenkt in diesem Augenblick, in dem wir lebendig sind und können nichts festhalten und dürfen nichts festhalten. Ja, dann sind wir nämlich tot. Ein Leichnam, der ist sozusagen sein eigenes Eigentum, da passiert das nicht mehr. Der wird dann aber schnell zum Eigentum von anderen, die ihn verschmausen. Und es ist natürlich so, und das ist dann jetzt das sozusagen das letzte Satz mit vielen Kommata, dass die Gene, das genetische Material, das ja so gerne neuerdings patentiert wird, natürlich auch überhaupt nicht Eigentum der Organismen ist. Genauso wenig. Man könnte ja sagen, okay, der Körper, die hat diese C-Atome, okay, Weber mit einem C, das ist ja egal, aber die Gene, die sind doch da und die instruieren das und so weiter. Ja, aber dann, was passiert eigentlich während der Entwicklungsgeschichte zwischen den Arten mit den Genen? Stellen Sie sich vor, dass unsere DNA zu einem Fünftel aus den Genen von Viren besteht. IGIT, ja? Herpesviren, Grippeviren, ein Fünftel der Informationen, oder sagen wir der Schaltknotenpunkte, nach denen wir uns bilden und aufrechterhalten, sind allein von Viren. Ja? Wir sind auch in dieser Identität vollkommen das andere unserer selbst. Und das ist das Prinzip, nach dem die Natur sich immer mehr in die Tiefe auffaltet. Ja? Das ist genau das Prinzip von Open Source. Der Quellcode der Natur ist sowas von Open Source. Ja, und mit diesem sowas von Open Source Quellcode hat die Natur es hingekriegt, dass sie keinen Abfall produziert, dass sie beständig die Sinnerfahrungen erweitert und ermöglicht, dass sie eine Steady State Ökonomie hat und dass wir uns auch noch als Instanzen dieser Natur, nicht immer, aber zumindest in den Sternstunden unseres Lebens, richtig gut fühlen. Ja? Also sie produziert auch noch sowas wie ihre eigene Selbsterfahrung als Glück. Und ich finde, das ist doch eine, sagen wir mal, überwältigende Beweislast, der wir ein bisschen Vertrauen schenken können und sagen können, wenn wir jetzt anfangen zu haushalten, dann doch so vielleicht. Ja? Und das ist deswegen bin ich eben ein Commons-Fan, ja, und sage, dann entfernen wir uns nicht von unserer eigenen Lebendigkeit, denn die ist eine Allmende. Ja, ganz herzlichen Dank für diesen wunderbaren Vortrag und für diesen langen, langen letzten Satz. Das klingt alles ganz toll und es klingt alles sehr ermutigend. Und jetzt gieße ich natürlich sofort Wasser in Wein mit meiner Frage an dich, Silke. Wie soll das alles weltweit funktionieren? Also es gibt beim Klima, bei den Fischgründen und so weiter, da gibt es ja ganz, ganz viele Mitspieler, die sind nicht lokal und wir wissen, dass die Fischgründe extrem übernutzt sind und dass das Klima mit seinen ganzen Verhandlungen in den letzten 20 Jahren leider auch noch nicht im geringsten wir bei den Klimaverhandlungen auf dem Wege sind in die richtige Richtung, wissen wir leider alle auch. Von daher, wie kann dieser Commons-Ansatz für die großen Commons genutzt werden und wie kann das überhaupt organisiert werden? Wie kommen wir zu einem Umschwung hin in diese Richtung? Jetzt bin ich ein bisschen verblüfft über diese erste Frage, weil eigentlich kommt die ja immer. Ja, das ist ja so, die kommt ja immer. Ja, weil die ja mit diesem Klischee verhaftet ist, dass die eben die Commons sozusagen die Sache mit dem Dorfbrunnen sind in einem afrikanischen Dorf. Und ich bin deswegen verblüfft über die Frage, weil ich irgendwie der Meinung war, wir haben uns ganz schön doll viel Mühe gegeben zu erklären, dass es nicht um lokale kleine Gemeinschaften geht, sondern um ein Umdenken und um ein Denken in anderen Paradigmen.
um ein Denken in anderen Prinzipien, die du jeder Verhandlungslösung, jeder institutionellen Regelung, jedem Projekt, jeder Technologie, jeder technologischen Fortentwicklung zugrunde legen kannst. Und ich glaube, das zentrale Problem ist, warum wir beispielsweise bei den Fischen zu keiner Lösung kommen, ist, hat damit zu tun, dass wir in diesem Marktstaat-Paradigma mit diesem Entweder-Oder sozusagen darin gefangen sind. Denn in der Welt, in der wir gegenwärtig leben, ist ja quasi der Zugriff auf diese Gemeinressourcen, von denen wir hier reden, gerade auf die Ressourcen des Meeres, verbunden mit ökonomischer Macht. Und wir sind derzeit institutionell so organisiert, dass diese politische Macht auch von der ökonomischen Macht abhängt. Das heißt, es ist ja gewissermaßen eine Illusion zu erwarten, dass unsere Regierungen, weil wir sie gewählt haben, jetzt sich irgendwie an den internationalen Verhandlungstisch setzen und dann sozusagen im langfristigen Interesse der Menschheit verhandeln. Ich sag's mal sehr verschärft, das können die gar nicht, weil sie dann nämlich in Kürze ihren Job los sind. Und deswegen werden die das nicht tun. Und ich glaube, Wolfgang Sachs hat das mal so schön gesagt, da ist für mich ein Groschen gefallen, dass es bei den Global Commons, bei diesen großen Ressourcensystemen zuerst mal darum geht, sozusagen dieses an die wirtschaftliche Macht gebundene Eigeninteresse, politische Eigeninteresse aus dem Weg zu räumen. Und das heißt ganz häufig erstmal die Rolle des Staates, so wie sie jetzt ist, aus dem Weg zu räumen und zu sagen, auf welche grundlegenden Prinzipien können wir uns denn einigen? Wie würde denn das aussehen müssen, dass für die Zukunft alle diese Fülle der Meeresressourcen, die sich von ganz alleine produziert, wo wir gar nichts dazu tun müssen, die uns geschenkt wird, tatsächlich erhalten werden kann und nicht, wie jetzt die Prognosen sind, bis 2048 alle befischbaren alle derzeit auf dem Markt sich befindlichen Fischbestände überfischt sein werden und es sich dann nicht mehr lohnen wird, sie auf den Markt zu bringen. Und dafür gibt es eigentlich, wenn man auf diesen Gedanken mal gekommen ist, eine einfache technische Lösung, dem tatsächlich nur im Weg steht, finde ich, dass auch die Politik sozusagen durch wirtschaftliche Interessen an der Stelle geleitet ist, weil unser ganzes Wohl und Wehe von in Spanien einigen Arbeitsplätzen in der Fischereiindustrie abhängt, beispielsweise. Und die einfache technische Lösung ist Abrüstung. Abrüstung der Fangflotten. Das ist, wenn wir dieses Prinzip sozusagen mal darauf legen und einen Konsens über diesen einen Punkt herstellen, das habe ich nämlich von den Salzbergbauern im Senegal kennengelernt. Die holen da, die baggern das Salz aus dem Lake Rose, aus dem Rosa See, dem früheren Endpunkt der Rallye Paris-Dakar. Und wir haben lange vor diesem See gestanden und überlegt, alle dürfen das tun. Die sagen zuerst, ihr dürft das auch machen, ihr könnt euch eine Pirogue holen und könnt da das Salz rausholen. Alle dürfen das tun. Alle, auch die aus Guinea-Bissau, alle, die hierher kommen, alle Migranten, jeder darf das machen, jeder darf das sein. Warum wird das nicht übernutzt? Und irgendwo steht dann in deren Satzung, weil keine Motoren erlaubt sind. Das meine ich auch mit mit sozialer Innovation. Das fand ich auch in Japan so ein schönes Beispiel, ja, dass es Japan schaffen musste, nach dem Fukushima-GAU im Handumdrehen sind die um 25% im Stromverbrauch gesunken. Da gibt es dann so einfache Sachen wie die Regelungen in den Büros, heißt, sie dürfen ab heute die zwei oberen Hemdknöpfe öffnen. Also es gibt, und Elina Ostrom sagt an dieser Stelle immer, it sums up. Das summiert sich. Das heißt, und diese Dinge von einfacher technologischer Innovation und sozialer Innovation zu übertragen und tatsächlich loszulösen von der politischen Macht, die an ökonomische Macht gebunden ist, uns auch verabschieden von der Illusion, der Staat regelt das für uns. Das ist irgendwie das Erste, was wir da tun müssen. Ja, vielleicht ganz kurz noch dazu. Das ist natürlich die zentrale Frage, wie machen wir denn das jetzt? Die verbirgt sich ja dahinter. Das ist ja immer die... Naja, es gibt ja Leute, die etwas abgeben müssen. Ja. Die haben Interesse daran, genau, dass es so bleibt, wie es ist. Genau. Das ist ja die Frage, wo wir eben auch alle immer hängen bleiben. Was ich ja sagte, da hängen wir jetzt schon seit 30 Jahren. Aber ich glaube, dass... Und deswegen ist mir jetzt etwas eingefallen. Ich glaube, dass eben auch in diesem Punkt wir
weil wir eben nicht bloß in denken müssen in solchen technischen Begriffen von Politik und Institutionen und Ökonomie, dass wir, wenn wir diese tiefere Ebene einziehen, dass wir auch weiterkommen. Ja, also es ist ja schon frappierend zu hören, dass das Öffnen von zwei Hemdknöpfen den Energieverbrauch um 25% senken kann. Ja? Nicht nur, aber so ähnlich. Ja? Oder ich möchte aber nochmal, ich bin ja nun obsessiv ein Lebendigkeitsforscher, ich möchte sagen, diese Dimension, wie fühlt man sich eigentlich damit? Die ist doch in diesen ganzen Diskussionen nicht enthalten. Ja? Wenn wir über Überfischung der Meere reden, bei der Überfischung der Meere ist es so, dass 2% der Fahrzeuge 98% der Fänge rausholen, Satelliten unterstützt und mit Sonar und aller gesamten Hightech an Bord, und die anderen 98% der Fahrzeuge fangen immer weniger. Das sind griechische kleine Boote und das sind irgendwie vor Mali irgendwelche Piroggen und so weiter. Und jetzt könnte man doch mal sagen, wenn es bei der Steigerung, der Implementierung von Allmende um eine Erhöhung von Lebendigkeit geht, dann fragen wir doch mal die Leute, wie fühlst du dich eigentlich, wenn du auf so einem Fabrikschiff arbeitest heute? Und das ist scheiße. Ja, das kann man, fragen Sie das, ist ganz egal wen, es ist schlimm. Es macht überhaupt keinen Spaß. Ja. Und das ist so ähnlich wie mit den Motoren. Wenn wir jetzt, wir können auch so, können wir da rangehen und sagen, wann würde das eigentlich schön sein, Fischer zu sein? Ja. Dann ist es klar, dass man relativ nah am Land ist und nicht 5 Wochen im vor Grönland bei Windstärke 9 Kabeljau filetiert und dass man auf nicht so großen Schiffen unterwegs ist, dass man da mit Leuten auch noch redet, ja, dass man auch mal in einer Hafenkneipe ein paar Nächte verbringen kann und so weiter. Und deswegen glaube ich, ist das Ermutigende in dieser Commons-Idee so ein bisschen diese Haltung, die aus diesem Gandhi-Satz spricht, be the change you want to see in the world. Wir haben jeder den Maßstab in uns, weil wir nämlich Lebewesen sind und weil es bei der Allmende darum geht, das Leben lebendiger zu machen. Wir können das spüren, wir wissen das. Ja? Wenn sich das irgendwie stressig und schrecklich anfühlt, dann ist das keine Allmende. Dann kann das keine Allmende sein, dann ist das was anderes. Und das ist etwas, das können wir benutzen als einen Kompass in diesen ganzen technischen Diskussionen. Ja? Meiner Meinung nach, das ist da ja nicht drin. Also man kann ja auch, und das wäre dann in meinen Augen eben auch wäre auch der falsche Weg, man könnte ja auch eine Allmende-Diskussion ganz technisch führen. Und meiner Meinung nach ist das nicht so. Und wenn man anguckt in diesen kleinen Communities, dann sind das ja nie technische Diskussionen, sondern dann sitzen die da und kennen sich. Ja, die sind miteinander verwandt, die mögen sich, die sind befreundet oder verfeindet, die trinken was zusammen. Das ist im Grunde genommen, ist das Aushandeln ein kleiner Teil einer größeren sozialen Interaktion, die man auch als Heimat bezeichnen könnte und die sich gut anfühlt. Und wenn wir sowas suchen, ja, das können wir überall machen. Ja, also wenn wir uns auf die Fahnen schreiben, so ab hier, das ist jetzt 21. April, 13 Uhr, ist der Geburtstag der globalen Allmende-Revolution. Ja, das müssen wir ja irgendwie gucken, wo fangen wir an. Das ist das eine. Aber das andere ist, man kann jederzeit sofort in seinem Leben damit anfangen. Genau, jetzt die Zeit ist auch Rival, das haben wir heute gelernt. Da hinten ist jemand, der was dazu sagen möchte. Achso, ja genau. Ich weiß gar nicht, gibt es Mikrofon im Saal? Ich fürchte nicht. Genau, das Mikrofon ist auch rival. Wir haben, glaube ich, keins ohne Schnur, oder? Gregor Kaiser mein Name. Vielen ist zuzustimmen, was hier vorne gesagt wurde, auch was über Eleanor Ostrom gesagt wurde, dass sie eine sehr wichtige Commons-Theoretikerin gewesen ist und auch, was gerade zum Schluss gesagt wurde, dass jeder für sich viel machen kann. Aber ich glaube, ein grundsätzliches Problem, da zielte auch die Frage so ein bisschen hin, ist, und das ist auch das, was bei Eleanor Ostrom, finde ich zumindest, vernachlässigt wird, sind die Fragen nach Macht und Herrschaft. Denn genau das ist der Knackpunkt, wo anzusetzen ist, wo dann auch das Individuum alleine relativ wenig machen kann. Denn die Interessen, die sich gegen Commons zu Wehr setzen werden, sind immens. Und da ist das Primat des Politischen wieder einzufordern und auch das gemeinschaftliche Handeln extrem wichtig, lokal, regional, national, um zu versuchen, international, diese Macht- und Herrschaftsstrukturen in Frage zu stellen. Denn freiwillig wird das Eigentum von denjenigen, die es haben, nicht aufgegeben werden, sondern da ist immense Anstrengung kollektiver Prozesse notwendig und auch zu gucken, wie lässt sich diese
Hegemonie des Kapitals, welches dahinter steht, brechen. Danke. Okay, danke. Können Sie gerade das Mikro an die Frau da in der Mitte geben? Sonst halt das Kabel abziehen, dann kann man das weitergeben. Ja, hallo, ich bin Nina. Ich möchte mich hier im Prinzip ein bisschen anschließen. Ich glaube, wir sind uns alle, wie wir hier sitzen, und ich glaube auch so weitestgehend, jeder, dem man das Prinzip der Commons erklärt, einig, dass das eine gute Sache ist und im Prinzip der einzige Weg und dass es uns bereichern wird. Das ist ja dieses Prinzip des Buen Vivir und so weiter. Und nur ich sehe wirklich einen ganz gravierenden Unterschied zwischen der lokalen Ebene und der globalen Ebene. Weil natürlich müssen wir alle was tun, be the change you want to see in the world, aber auch Gandhi hat zu diesem Satz dazu gesagt, sinngemäß, dass für das Gelingen des Individuums der Change sein muss, genauso wie die Autoritäten sich changen müssen. Also dass nur Change, individueller Change alleine das Ziel nicht erreichen wird. Und wir haben auf globaler Ebene Institutionen, die sich jeder Haftbarkeit entziehen, die irgendwo überhaupt keine Legalität mehr haben. Irgendjemand hat es in irgendeinem Paper Anarchie genannt, die es ist, Roundtables, die aus privaten und public öffentlichen, also sich ihre eigenen Gesetze schaffen, die auftauchen, wieder verschwinden, die wir nicht greifen können und die wir mit unseren demokratischen Mitteln nicht wählen, abwählen, bestimmen können. Die entziehen sich komplett unserem Einfluss, die diese globale Verteilung und Enclosure der Commons regeln. Und das finde ich extrem schwierig. Ich sehe, wie wir lokal Einfluss nehmen können durch alternativen Konsum, durch Wahrnehmung unserer Rechte und so weiter und so weiter. Aber wie kriegen wir es auf globaler Ebene hin, wo wir überhaupt keinen Einfluss leider mehr haben? Das ist meine Frage. Okay, danke. Könntet ihr vielleicht hier vorne hinkommen, die irgendwas sagen wollen, weil wir leider nur dieses Mikro mit der... Ja, aber das... Oder Sie schreiben das auf den Zettel und ich stricke es dann um, während ich es vorlese. Weil das Kabel ist einfach nicht so lang. Es wäre auch toll, wenn hier einer vielleicht rumlaufen würde mit dem Mikro und das dann immer bringt. Wolltest du was sagen? Wo ist MacPlanet? Da geht's nämlich schon los. Ich habe eine Frage an Sie, Herr Weber. Sie haben ja uns sehr ausführlich und eindrücklich erzählt, wie vorteilhaft und schön und vielfältig die Ökosysteme sind und dass wir uns daran ein Beispiel nehmen sollten oder ja, mehr darauf schauen sollten. Aber es gibt ja nun auch sehr artenarme Ökosysteme. Wie bringen Sie das zusammen? Oder haben Sie sich vielleicht einfach nur, um vielleicht ein bisschen zu provozieren, den Teil rausgepickt, der vielleicht zu Ihrem Konzept oder zu Ihren Ideen passt? So, hello. Ich wollte dann doch an die Eigentumsfrage rangehen, weil wir das ein bisschen übersprungen haben und besonders, weil Ugo Mattei nicht hier ist und er dazu arbeitet. Ich habe auch ein bisschen untersucht, wie die das mit den Eigentumsverhältnissen geht, irgendwie innerhalb von, irgendwie, ob Commons auch existieren kann innerhalb von öffentlichem Eigentum, und habe irgendwie einzelne, irgendwie, Möglichkeiten da gesehen, und ich wollte wirklich fragen, ist es auch in den ersten Fragen angeknüpft, also wenn Commons wirklich eine soziale Organisationsform ist und nicht eine Eigentumsform, wie wäre es möglich, eine andere Art von Staatlichkeit zu konzipieren? Was sind natürlich die Hegemonie und die Machtstrukturen in Herrschaft, was dahinter steht? Ist es überhaupt zu konzipieren mit unserer politischen Theorie und Möglichkeiten. So. Okay, danke schön. Noch eine Frage und dann sammeln wir erstmal und dann antworten die beiden Referenten. Ja, danke. Daniel Konstein, mein Name. Ich muss einen Finger in die Wunde legen. Ich weiß gar nicht, ob das eine Wunde ist oder ob das vielleicht in dem Buch schon wieder anders beschrieben ist. Mir gefällt ein ganz bestimmter Teil an dieser Tabelle nicht, und Sie haben ja selbst gesagt, Analogien sind Analogien, aber man kann es vielleicht auch nicht, man muss es auch nicht zu weit treiben. Was mir da drin fehlt, sind Menschenrechte. Wenn man die Analogie aufmacht, die gesamte im ursprünglichen Sinne den Haushalt der Menschheit mit der Biologie zu vergleichen und dort auch die Menschen als Teil dessen betrachtet. Man schreibt zwar ganz schön Kompromiss zwischen System und Individuen, aber wer hindert diese Gemeinschaft dann daran, diesen einzelnen Menschen aus dieser Gemeinschaft auszustoßen, so wie ein biologischer Organismus oder ein biologisches System bestimmter Arten ebenfalls verstößt? Also ich möchte einfach nur davor warnen, diese Analogie ein bisschen zu weit zu treiben, weil ich ansonsten, oh,
das jetzt tut mir fast schon leid, das Wort zu sagen, aber ein Abdriften in Totalitarismus sehe. Ist jetzt hart gesagt, ich weiß, aber dann muss man halt auch schauen, dass man diese Analogien so hinkriegt, dass das Menschliche, und du sprichst ja auch ganz konkret vom Lebendigen, drin bleibt und auch das am Leben bleiben und in der Gemeinschaft bleiben auch dazu gehört, trotz dessen, dass man vielleicht auch Fehler machen kann. Also davor möchte ich einfach nur warnen, möchte wissen, ob du das vielleicht auch schon so siehst oder ob das ein Punkt ist, der vielleicht noch ergänzt werden muss. Okay, wer möchte als erstes antworten? Du, Silke? Ich finde das bemerkenswert, Gregor, dass du die Macht- und Herrschaftsfrage stellst und aus ihr heraus sagst, und deswegen brauchen wir ein Primat des Politischen. In einer Zeit, in der wir erleben, wie die Politik die Prinzipien und Logiken des, ich sage es jetzt auch mal wieder sehr platt, des Kapitals reproduziert. Und da muss ich wirklich sagen, das verstehe ich nicht. Ich glaube, und deswegen bin ich manchmal ein bisschen bestürzt über diesen Wunsch nach Konkretheit von, wie kommen wir von A nach B am besten morgen. Ich glaube, wir müssen uns die Zeit nehmen, uns von dieser Art zu denken zu verabschieden. Und das war der Ansatz, den wir heute gewählt haben. Und ich glaube, dass man viele Institutionen, ich möchte es mal verbinden mit der zweiten Frage, die da kam. Lokal und global. Nee, der dritten. Dann sozusagen, können wir eine andere Art von Staatlichkeit konzipieren? Es gibt ja oft die Irritation bei diesem Slogan, den Commons jenseits von Markt und Staat, den wir hier auch aufgreifen, aber der eben von Elinor Ostrom stammt. Aus ihrem ersten Buch, Die Verfassung der Allmende jenseits von Markt und Staat. Da gibt es einen Streit in der Commons-Debatte, der sich hier auch reflektiert. Die einen verstehen unter jenseits ohne Geld, ohne Staat, ohne die, die uns was aufdrücken, was wir eigentlich gar nicht wollen. Und dieses Aufdrücken wird ja derzeit wahnsinnig zentralisiert. Es gab mal eine wunderbare Rede, kann man auf der Böll-Stiftungsseite nachlesen, von Franz Rademacher, der das mal vorführt, was wir gerade erleben, dieses Wegdriften politischer Entscheidungen von den realen Lebensverhältnissen der Menschen in einer Frage, wo das griechische Volk sozusagen tatsächlich über ihre ureigensten Angelegenheiten entscheiden muss, werden sie desautorisiert von der globalen Bevölkerung, dies zu tun, darüber einen Volksentscheid abzuhalten und so weiter. Was ist, wenn wir das da schon weggenommen haben? Wenn wir es dann wegnehmen von der EU-Ebene und transferieren an den IWF? Und wenn das nicht mehr funktioniert an irgendeine internationale Militärorganisation, wie soll das funktionieren, diese globale Koordination von oben? Wir müssen wieder von unten denken und darauf vertrauen, dass die Lösungen sozusagen auch unten entstehen. Und das Einzige, was wir tun können, ist sozusagen die Prinzipien der Allmende zu verinnerlichen, weil sie eben bedeuten, dass wir in Beziehung sind. Weil sie eben die Verinnerlichung der Prinzipien der Allmende ist eigentlich ein Sicherungsmechanismus gegen diesen Ausschluss aus der Gemeinschaft. Das heißt nicht, dass es keine Grenzen geben muss, was Elinor Ostrom sehr deutlich sagt, sondern es geht um die Art der Aushandlung dieser Grenzen und die Frage, wer diese Grenzen aushandelt. Und derzeit handeln die Grenzen aus, die sozusagen getrennt sind von diesen Ressourcen und über institutionelle Macht, politische Macht und ökonomische Macht verfügen. Genau, das Problem ist ja nur, dass diese Machtinstitutionen nicht einfach sagen würden, oh, wir sind überzeugt und gehen. Also genau wie... Also richtig, so, und damit komme ich nochmal zurück zu Gregor. Das ist das Problem. Und in diesem Problem zu sagen, wir müssen wieder das Primat des Politischen einfordern, kann, sagen wir es mal so, ich glaube, ich kann Gregor gar nicht missverstehen, kann aber leicht missverstanden werden, wenn dann unter dem Politischen sozusagen die aktuelle Verfasstheit unserer politischen Institutionen verstanden wird. Und deswegen arbeiten wir. Und es ist keine leichte Aufgabe. Und sich hier hinzusetzen und zu sagen, wir haben eine Idee für die globalen Ebene, wäre weit übertrieben. Es gibt aber viele Leute, die daran arbeiten, wie kann man multilaterale Institutionen denken, die diese Prinzipien der Allmende verkörpern. Und ich sage mal zumindest eine, für die sich der gesamte Deutsche Bundestag ausgesprochen hat. Und dann kommt diese FDP sozusagen an die Macht und sagt, jetzt gefällt uns dieses System nicht mehr, obwohl das ein wunderbares Allmendesystem für globale Ressourcen ist. Kennt ihr wahrscheinlich alle, ITT-Initiative in Ecuador, die sagen,
Wir wollen beitragen zur globalen Allmende. Und unser Beitrag heißt, das Öl im Boden zu lassen. Und die Mittel, die wir brauchen, um Leben und Vielfalt zu reproduzieren in Ecuador, dort in dieser Region, die generieren wir um. Und das ist für mich der entscheidende Punkt, auf den ich mich vorhin bezogen habe. Von der politischen und ökonomischen Macht unabhängige multilaterale Institutionen. Angebunden bei UNEP, mit nur 2 Vertretern der ecuadorianischen Regierung drin, mit keinem Vertreter oder vielleicht einem irgendwie der Industrie drin, mit den Vertretern der lokalen Bevölkerung, mit internationalen Institutionen drin. Also eine, die eben nicht an die nationalen und ökonomischen Interessen gebunden sind. Und dann kommt der Herr Niebel, der sogenannte Entwicklungsminister, und sagt, stellen Sie sich mal vor, das würden alle machen. Die würden uns jetzt bitten, dass wir sozusagen einen internationalen Fonds einrichten, damit wir 20% des Erdöls im Boden lassen. Das sind für Ecuador 20% entgangene Erdöleinnahmen. Für die Welt sind das 9 Tage Verzicht auf Erdöl im Jahr. Das müsste doch zu machen sein. Und jetzt sagt Herr Niebel, stellen Sie sich mal vor, das würden alle so machen. Deswegen ein total spannenden Gedanken. Stellen Sie sich mal vor, das würden... Stellen Sie sich mal vor, es würden alle so machen, 20% des Öls im Boden lassen. Da würden wir aber sehen, dass wir alle ganz schnell unsere Hemdknöpfe aufkriegen. Oder dass, na ich nicht. Oder das so sogar machen. Sogar 3. Genau, oder das oder so 4. machen wie in den Philippinen, wo es zum Beispiel, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, diese Technologien, auch lokal angepasste Technologien, was haben wir in der sogenannten dritten Welt sehr häufig? Das hier. Dann kann man das mit Wasser füllen, mit einem bestimmten Kleister zukleistern, fragen Sie mich jetzt nicht, dachte an die chemischen Substanzen, die da drin sind, oben in die Hütten reinstecken, einfach so. Und innen haben Sie ein Licht, das 40 bis 60 Watt produziert. Es gibt also soziale Innovation. Ich muss das jetzt einfach noch anfügen, auch wenn ich jetzt die anderen Fragen vergessen habe, greife ich nachher noch auf. Und das ärgert mich auch so an dieser aktuellen Energiedebatte. Der Ruf nach grüner Ökonomie, den zu verbinden mit dem Ruf nach schnelleren, großen, neuen Infrastrukturen, das ist falsch, das schlägt neue institutionelle und infrastrukturelle Pflöcke und Zwänge ein, mit denen wir uns dann rumschlagen müssen und die es verhindern, dass wir auf gute Ideen kommen. Ja, danke Silke, dass du das nochmal so deutlich gesagt hast. Ich fühle nämlich bei diesen Fragen natürlich immer diese Leere im Bauch, ne? weil ich natürlich jetzt Ihnen hier keine Roadmap projizieren kann. Ja? Seien Sie am 23. April da und da, dann werden wir die Herrschaft des Kapitals stürzen. Das kann keiner. Aber das Angebot steht doch hier. Das Angebot steht doch hier, auszusteigen aus der Wirklichkeitsverweigerung. Und ich finde, ehrlich gesagt, das ist ein Riesenangebot. Und das kommt vielleicht einfach auch noch nicht doll genug an. Ja, ich glaube, dass wir hier die Chance haben, und ich glaube, es wird sich auch dann letztlich so ereignen, denn das andere funktioniert ja einfach nicht mehr, dass wir hier an der Stelle sind, wo eine Epochenzäsur stattfindet. Und die hat eben damit zu tun, dass man aussteigt, und das hast du jetzt gerade auch nochmal wirklich gut, auch für mich wirklich gut und deutlich gemacht, Silke, dass man aussteigt aus diesem einer Kraft eine Gegenkraft entgegenhalten. Ja? Ich drücke jetzt dagegen. Ja? Das funktioniert doch nicht. Das funktioniert übrigens nie. Ja? Genauso wie man es nie schafft, irgendjemandem irgendwas beizubringen, wenn man unbedingt will, dass der das kapiert, funktioniert es nie, eine Gegenkraft mit Kraft irgendwo hinzubringen, wo man will. Man muss dann einfach die ganze Zeit drücken. Oh. Pinselohrschweine. Ja, aber dann rede ich wieder so viel. Also diese Pinselohrschweine. Also ganz schnell zu den Pinselohrschweinen. Das, was Sie da gesehen haben, das ist eine ritualisierte Form, die soziale Balance innerhalb eines Ökosystems so aufrecht zu erhalten, dass sie es nicht leer fressen und nicht aussterben gleichzeitig. Das ist sozusagen nur bedingt abbildbar auf Ackermann. Obwohl der vielleicht auch ein Pinselohrschwein ist in gewisser Hinsicht. Nein, aber was ich nochmal sagen möchte, ist, ich glaube, dass wir müssen aufhören, in diesen Dualismen zu denken. Und wenn hier gefragt wird, ja, lokal ist ja schön und gut, ne, das ist so, Commons ist ja nett für local, so, und global, wie ist das dann? Dann ist das ein Dualismus. Und das ist falsch. Lokal ist global. Ja, und global ist immer und an jeder Stelle auch lokal.
Ja, also ich lade Sie auch ein, in Paradoxien zu denken, genau wie ich vorhin versucht habe zu beschreiben, dass wir als Lebewesen ja bereits die gelebte und aufgelöste, in immer wieder neue Selbsthervorbringung aufgelöste Paradoxie sind. Lokal ist global. Das heißt, wir können doch das, was wir verstanden haben, an dem Ort, wo wir sind, immer auch umzusetzen versuchen. Ja. Und wenn es beim Bäcker ist, wenn Sie sich ein Brötchen kaufen, in der Art, wie Sie kommunizieren mit der Bäckerei-Fachverkäuferin, ja, das geht. Also dafür möchte ich einladen. Wir können immer und an jeder Stelle uns transformieren und damit fängt das an. Und wenn wir das tun, dann transformieren wir die anderen gleich mit und den Rest auch. Ja. Also das ist zumindest eine Option, die, selbst wenn das andere nicht funktioniert, doch funktioniert. Also die geht. Ja. Also dann sollte man sich jetzt nicht hinstellen und sagen, naja, nö, also wenn das jetzt nicht irgendwie die Institutionen bleiben, so, dann muss ich auch nichts machen. Das würde heißen, und das ist ja unsere Situation allzu oft, und das ist eben auch eine ganz persönliche Angelegenheit, das würde eben heißen, die Verantwortung für die eigene Lebendigkeit an diese Institutionen zu delegieren. Und wir nehmen sie von denen einfach zurück. Ja. Das heißt natürlich, dass wir uns dass die Schmerz zufügen, aber das heißt auch, dass wir die Verantwortung für diese Lebendigkeit in all diesen Kreisen, in denen wir uns bewegen, übernehmen können. Das sind wir selbst, das ist meine Beziehung zu den Menschen, an die ich gebunden bin, das ist die größere Gruppe, das ist meinetwegen meine Straße, das ist whatever, der Kindergarten meiner Kinder, das können wir alles so ausweiten und das muss überhaupt nicht perfekt sein, aber wenn wir das annehmen, dann glaube ich, können wir allmende überall leben und wenn wir das machen, dann gehen wir ganz anders in Verhandlungen auf dem institutionellen Level, total anders und das bewirkt dann was. Ich habe noch zwei Fragen des Artenarmen. Ja, genau. Das war sozusagen die eine Hälfte. Das andere war die, wenn ich das richtig verstanden habe, war die Frage, funktioniert das eigentlich so mit deiner Biologie-Analogie oder ist das nicht bloß letztlich auch wieder ein Rückfall in einen Determinismus? Wo ist denn der mich das Letzte gefragt hat? Darf ich nochmal eben, weil ich gerne noch was zurückfragen würde. Jetzt können Sie sich... Habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie befürchten, dass meine Überlegungen, wenn man ihnen nachgeht, zu Menschenrechtsverletzungen führen? Wenn ich Ihre Analogie mit der Biosphäre und mit der Gemeinschaft der Menschen als Ökosystem so nehme und mich davon abstrahiere und nicht ein bisschen drüber nachdenke, könnte ich auf den Gedanken kommen, dass dieses Ökosystem ja. Ja, das ist deswegen frage ich nochmal nach, ne, weil das natürlich, weil ich eben sehe, dass die Möglichkeit besteht, dass man, wenn man das so jetzt das, was da steht, steht es auch, glaube ich, immer noch. Danke, dass Sie sich das jetzt die ganze Zeit reingezogen haben, eine Stunde lang. Wenn man das jetzt so wörtlich nimmt, dass man eventuell Ebenen auslässt. Aber ich habe ja versucht, deutlich zu machen, dass ich für das Lebewesen nicht als ein Abbild der Maschine plädiere, sondern als so etwas wie einen empfindlichen, verletzlichen Körper, ja, Verkörpertheit, als ein verkörpertes Subjekt. Und dieses Subjekt hat immer Bedürfnisse. Und ich, wenn Sie mich fragen, ja, Menschenrechte, Herr Weber, dann würde ich sagen, bevor ich über Menschenrechte rede, dann rede ich über die menschlichen Bedürfnisse. Und Sie kennen, viele von Ihnen kennen wahrscheinlich Manfred Max Neefe mit den Human Needs, der einen sagenhaften Durchbruch damit geschafft hat, einfach klar darzulegen, dass wir alle, weil wir Menschen sind, bestimmte Bedürfnisse haben, die erfüllt sein müssen, damit wir menschenwürdig leben können. Und dann habe ich aber nicht so ein abstraktes Konstrukt wie die Menschenrechte, sondern dann kann ich das rückbinden an eine ganz konkrete, verkörperte Situation. Und das möchte ich eben immer. Ja. Denn Sie wissen selber, wie schwierig das ist mit Menschenrechten. Da kommt dann der westliche NGO-Helfer, kommt in irgendeine indigene Gemeinschaft und sagt, hey, hast du da jetzt die Menschenrechte berücksichtigt? Ja. Und das ist auch wieder Allmende, weil es nämlich auch wieder heißt, Regeln in einer individuellen Situation mit realen Akteuren aushandeln. Ja. Nichts anderes. Aber ich finde es trotzdem wichtig, dass Sie nochmal darauf hinweisen. Denn es ist natürlich so, dass ich so verstanden werden kann. Ja, da kommt der nächste Biologe, der hier irgendwie so ein tolles Modell vorschlägt und das ist ja auch wieder Müll. Aber das nochmal, das ist nur dann
wirklich gefährlich, wenn wir automatisch glauben, die Biologie ist ein totalitärer Effizienzzusammenhang. Wenn wir das Leben verstehen als eine Entfaltung, eine prekäre Entfaltung von Freiheit, dann sieht das ganz anders aus. Die artenarmen Ökosysteme, genau. Klar, natürlich gibt es die. Aber das ändert ja nichts daran, dass, sagen wir, die Biosphäre als solche, so würde ich ja immer gucken, ne, sozusagen, was ist der Haushalt, in dem wir leben? Das ist natürlich die ganze Biosphäre oder der Kosmos, der in der Lage ist, Lebendigkeit hervorzubringen. Dass trotzdem diese Regeln, die ich vorgeschlagen habe, die eben antikapitalistisch sind von Natur aus, dass sie trotzdem ja Gültigkeit haben. Ansonsten sind artenarme Ökosysteme, wenn man drauf guckt, plötzlich gar nicht so artenarm. Man hat zum Beispiel lange gedacht, die Hochsee ist total leer, nichts drin, nur Wasser. Und dann hat man irgendwann festgestellt, dass sie voll ist von kleinen oder auch größeren durchscheinenden, schwebenden Wesen, von Medusen, von Salpen. Ja, ein Lichtermeer im Dunkeln, wer da sich mit dem U-Boot reinsinken lässt. Also möglicherweise gibt es das überhaupt ein artenarmes Ökosystem? Fragezeichen, würde ich sagen. Wer möchte noch kommentieren, fragen? Bitte kommt nach vorne, weil, wie gesagt, technisch kriegen wir das nicht anders hin. Es wird nicht eine Allmende? Unsere Republik. Eine interessante Frage. Wer möchte noch was sagen, fragen? Wir haben ungefähr noch 7 Minuten Zeit. Das Problem ist mit der Übersetzung. Ich weiß nicht, brauchen viele Leute Übersetzung, weil sonst können die. She's not so stupid. Okay. Ja, mein Name ist Ariana Ferrari. Eine kurze Kommentar und Anmerkung an Andreas Weber. Ich habe sehr viele Sympathie. Ich bin auch Philosophin und beschäftige mich auch mit den Lebendigen. Ich habe sehr Sympathie. Aber ich mit deinem Konzept. Ich war aber sehr verblüfft, weil du sozusagen von Biosphäre gesprochen hast, von Fülle, Bedeutung, Wiedererkennung, von unseren sozusagen Abhängigkeit und Unabhängigkeit von Natur. Aber das kam mir am Ende sehr anthropozentrisch vor. Also der Mensch ist im Zentrum. Und das kam es sehr deutlich heraus, als du von dieser Fischerei gesprochen hast. Und du hast gesagt, ja, was ist ein gutes Leben für einen Fischer? Aber gehört es nicht zu einer Wiederüberlegung über unsere Verhältnis mit der Natur auch in Kauf zu nehmen, dass wir nicht, dass wir irgendwie brauchen, um ganz dringend diesen Anthropozentrismus zu überwinden, und zwar auch die Interessen anderer Lebewesen in Kauf zu nehmen. Und zum Beispiel gehört auch zu sagen, Fischer sind Ausbeuten. Und zwar, dass wir sozusagen unsere, ja, ich sage das sehr provokant, ne? dass eigentlich unsere Gewaltverhältnis mit den anderen Lebewesen wieder denken müssen, weil wir eben
eine erneute Rekonstruktion unseres Verhältnisses mit der Natur und mit den anderen Lebewesen, vor allem leidensfähige Lebewesen, denken müssen. Danke. Gibt es noch eine ganz, ganz dringende Frage aus dem Publikum? Gut, dann hören wir die Antworten. Ich wollte noch ganz kurz anschließen an einige Punkte, die hier schon angeführt wurden, die in meinen Augen mit einem Begriff zusammengefasst werden können und sollten, nämlich Korruption. Viele Visionen, man hört immer wieder viele schöne Visionen von funktionierenden Modellen, die eventuell denkbar, möglich und so weiter sind. Sie werden und scheitern immer wieder, sind in der Vergangenheit gescheitert, werden wahrscheinlich auch in Zukunft scheitern, an korrupten Strukturen, die sich selber erhalten, selber neue korrupte Menschen dazu erziehen und kontinuierlich alles unterwandern, was man auch immer probiert. Und ich glaube, und das ist ein kleiner Vorschlag, den ich machen möchte und zur Diskussion stellen möchte, wenn in irgendeiner Weise positiver Fortschritt erreicht werden soll, müssen sich alle Initiativen, die in irgendeiner Weise in diese Richtung arbeiten möchten, zusammentun und Korruption direkt konfrontativ adressieren. Danke. Ja, ist die Republik eine Allmende? Säßen wir dann hier? Also vielleicht, wenn ich das nochmal so anders formulieren darf, warum ist, obwohl das da steht, warum kann man trotzdem von unserem System, in dem wir hier ein- und ausgehen, oder von den vielen Systemen, nicht von Allmende sprechen? Ich würde jetzt einfach, ohne da jetzt wahnsinnig lange drüber nachzudenken, sagen, weil aus meiner Perspektive, weil all das, was Materie ist, Körper, Ressource, da irgendwie nicht mit drin ist. Ja, das ist da alles nicht mit verfasst. Und das, was wir jetzt immer wieder gehört haben, ist, dass die Allmende, das ist nicht bloß das politische Betriebssystem, ja, sondern das ist das ganze Ding mit in seiner Materialität. Ja. Und der Commoner in seiner realen persönlichen Existenz. Und ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig. Das ist nämlich auch wieder eine Aufhebung dieses Dualismus. Also wir haben sozusagen das politische Betriebssystem und dann haben wir die Ressource Welt, die das dann steuert. Und so wie ich die Idee der Commons begreife, hört diese Trennung auf. Ja, es gibt nicht mehr das Betriebssystem und die Hardware oder wie auch immer die Regeln und die Ressource, sondern es ist beides eins, das irgendwie in Form von Lebensmodalitäten benutzt oder empfangen und zurückgegeben wird. Und das ist sozusagen unsere republikanische Verfassung nicht. So, das wäre mein erster. Nochmal ganz schnell zu Global and Local, ne, und do we neglect the power, ja, the empire? Also ich glaube nicht wirklich, sondern das ist einfach, ich meine, deswegen habe ich ja gesagt, mit Bauchschmerzen, ne, oder ein leeres Gefühl im Bauch, wenn es zu dieser Frage kommt, und zu der kommt es natürlich immer und am besten dann auch gleich zuerst, weil das ja die Frage ist. Aber Macht, etwas gegen schlechte Macht tun, muss eben nicht heißen, dass ich mich da jetzt hinstelle und gegen Macht aufbaue. Das ist das, was ich immer sagen will, sondern es kann auch sein, dass die, also lassen Sie es mich so sagen, dass man die Voraussetzungen, aufgrund derer diese Macht einen Einfluss auf mich hat, auflöse. Ja? Dass, wenn ein Mensch Macht über mich hat, dann, wenn ich das mal dahin bringen kann, dann muss ich mich doch fragen, warum eigentlich? Ja, warum hat der Macht über mich? Warum tue ich das eigentlich? Vielleicht, weil ich mich ihm etwas schuldig fühle. Ja? Also ich glaube, man muss eben, man kann, wenn man sich mit seiner Lebendigkeit oder auch seiner Menschlichkeit, und dann komme ich gleich zur nächsten Frage, in Verbindung bringt, dann kann man plötzlich Lösungen finden und Wege finden, die man sonst nicht sieht, wenn man sich immer nur als Teil eines abstrakten Mächte- und Kraftgefüges sieht. Ja, das mit der Anthropozentrik ist interessant, weil ich jetzt gedacht hätte, und das kam mir jetzt auch teilweise so raus, dass man mir jetzt eher das Gegenteil suggeriert und sagt, wo ist denn jetzt eigentlich der Mensch? Das ist die Frage mit den Menschenrechten.
Ich kann das aber trotzdem auch ganz doll nachvollziehen, weil ich natürlich immer wieder mich beziehe auf unser eigenes Erlebnis als verkörpertes, fühlendes Wesen. Und das ist sozusagen, diese Perspektive ist natürlich die Perspektive eines Menschen. Ich glaube, letztlich geht es darum, weder das eine noch das andere Zentrum zu verlieren, sondern eine polyzentrische Welt zu haben. Ja. Nicht zu sagen, wir müssen jetzt viel mehr auf die Belange dieser Wesen gucken und wir müssen uns mal zurückstellen, sondern wir sind ja da auch. Wir müssen eine polyzentrische Balance finden zwischen vielen, vielen Individuen und einem Ganzen, das uns alle dann wiederum hervorbringt und das aus uns besteht. Das wäre so mein Ziel. Ob ich das jetzt sozusagen argumentativ immer so einhole, das weiß ich dann natürlich selber im Zweifelsfall nicht. Ja, ganz zum Schluss noch die Korruption. Ne? Das geht ja auch ein bisschen in Richtung dieser Skepsis. Kriegen wir das eigentlich hin? Ja, ist das jetzt wieder eine Erzählung? Und dann klingt das so schön und dann geht das doch alles wieder, versandet das alles wieder. Also wir kriegen das natürlich nicht so hin, wie man sich das im Idealfall vorstellt. Und das ist vielleicht auch nicht so schlimm. Und es ist ja immer so, dass man, wenn man sich mit solchen Modellen beschäftigt, wie Wirklichkeit, wie man der Wirklichkeit näher kommt oder wie etwas besser funktioniert, dass man vergisst, dass diese Welt ja nie perfekt funktioniert und dass der Tod in ihr enthalten ist und dass der Tod und das Scheitern die andere Seite des Lebens ist. Ja. Und das ist vielleicht auch ganz gut. Dann hat man nämlich, sagen wir, einen Maßstab, der einen nicht ständig zwischen Narzissmus und Frustration und Verzweiflung hin und her pendeln lässt, sondern weiß, dass es gibt bestimmte Möglichkeiten der Erfüllung und des Näherkommens an diese Lebendigkeitsbedürfnisse, aber es gibt eben auch Grenzen. Und dann bleiben wir aber auch irgendwie human, wenn wir das wissen. Das ist, glaube ich, nicht unwichtig, trotz allem. Ich stehe jetzt mal auf, ich kann da einfach besser reden. Und ich finde immer die Fragen sind ziemlich groß, um sich da gelassen auf den Stuhl zu setzen. Ich verstehe nicht, wo diese Idee herkommt, dass die Leute, die sich in dieser Commons-Diskussion abarbeiten, ignorieren, dass die globale Ebene was anderes ist als die lokale. Ich begreife es nicht. Ich finde das in keinem Text und ich versichere Ihnen, ich habe ganz viele davon gelesen. Das Upscaling-Problem ist eines der wichtigsten und der größten, die in dieser Debatte in der wissenschaftlichen und in der politischen diskutiert werden. Und es gibt auch ganz einfache, Gründe dafür, warum das vielleicht nicht so präsent erscheint, wie das offenbar nötig ist. Und das hat unter anderem auch damit zu tun, dass sozusagen wir uns hier mit einer Art von kultureller Hegemonie auseinandersetzen müssen, die in den letzten 40, 50 Jahren sozusagen die Lehrstühle weltweit besetzt hat. Versuchen Sie mal, für ein mini-kleines Commons-Projekt irgendwo Mittel zu beantragen. Dafür gibt es gerade keine Programmlinie. Das passt gerade nicht zu den institutionellen Strukturen und so weiter. Das heißt, was derzeit auf der Tagesordnung steht, und da bin ich total ermutigt von der Initiative, die Hochschulen gerade starten, die sagen nämlich, eine alternative Ökonomie kriegen wir nur hin, wenn wir das wieder in unsere Hochschulen kriegen. Dafür müssen wir uns zusammentun und wir brauchen volle Hörsäle, aber dann auch die richtigen Profs vorne und die richtigen Lehrbücher und so weiter. Und das dauert verdammt lange, da ist ganz viel Forschung notwendig und dafür wollen wir ein bisschen was beitragen. Und ich habe ehrlich gesagt gar nicht so viel Interesse dran, uns immer verteidigen zu müssen und zu sagen, solche Institutionen zu denken, wie die sich die Ecuadorianer ausgedacht haben, das sind Kämpfe gegen internationale Macht- und Herrschaftsstrukturen, die wir zumindest solidarisch unterstützen müssen. Und es kriegt, sorry, die Umweltbewegung auch nicht hin. Da sind die Netzaktivisten, die Digital Commoners viel besser organisiert. Die mobilisieren sich gegen ACTA. Zweiter Punkt. Ich glaube, was wir sehr deutlich gemacht haben, die Frage, ob unsere Republik nicht schon als Allmende irgendwie verstanden werden kann. Das ist doch schön zu wissen, dass es an Artikel 14.2, übrigens auch in Artikel 15 der Verfassung und so weiter, so eine Ideen gibt. Aber die Allmende ist kein Gesetz, sondern eine Praxis, eine soziale Praxis. Das ist das, was ich in diesem Zitat von Iliar da an die Wand geworfen habe.
Und das ist das, was Andreas Weber hier immer so betont. Gehen Sie raus und machen und Sie werden sehen, dass Sie sich verändern. Gehen Sie, verändern Sie Ihr Denken und Sie werden sehen, dass das Ihre Praxis verändert. Gehen Sie hin und verändern Sie den Gesetz und Sie werden sehen, dass die Menschenrechte immer noch nicht beachtet werden. Und das ist irgendwie was, das, aus dem ich mich sagen, schließen möchte, dass wir uns nicht für Menschenrechte, die Änderungen der Gesetze und sonst was einsetzen sollen, aber dass wir diese andere Ebene, Allmende als soziale Praxis, die uns zu Kommunern macht, stärken müssen. Und jetzt kommt meine kleine Probe aufs Exempel. Ich habe ja erzählt, dass es Leute gibt, ziemlich visionäre Leute, die vor 30 Jahren schon gesehen haben, dass wenn man die Sachen als Allmende herstellt, sie euch allen zur Verfügung stehen. Wer von euch nutzt ein freies Betriebssystem? Hände hoch. Wer von euch nutzt Apple oder Windows? Warum macht ihr das? Das hat nichts mit der Macht der Politik zu tun, sondern damit, dass ihr eure Macht nicht nutzt. Kann man morgen, ich meine, morgen werden dann alle freies Betriebssystem haben, Ubuntu und so weiter. Ich kann etliche empfehlen, hier sitzen ein paar Experten. Aber darum geht es. Weil, und ihr werdet plötzlich sozusagen, wie soll ich das sagen? In so einer Umweltorganisation habe ich neulich mal diese Diskussion wieder geführt, weil es furchtbar schwierig ist, den Gedanken von freien Software, die Produktionsmittel dieser Welt in unsere eigenen Hände zu nehmen. Wirklich klar zu machen, weil alle immer denken, das hat was mit Technologie zu tun. Das hat was mit Macht zu tun, indem wir uns weiter sozusagen einzäunen lassen und uns nähren wir genau ein Unternehmen, das die entwicklungspolitischen Strukturen und die bildungspolitischen Strukturen aus der ganzen Welt korrumpiert. Bill Gates, der dann zum Bildungsminister von Burundi geht und sagt, ich schenke euch so und so viel Computer für alle eure Schulen. Großartig. Und sich dann auch noch als Mäzen hinstellt. Und wir machen das mit und sagen, wir müssen politische Strukturen ändern. Wir müssen beides, politische Strukturen ändern. Aber auch statt Bill Gates zu bekämpfen, einfach unsere Praxis und uns Teil dieser Bewegung der Digital Commoners zu machen, freie Software nutzen, unsere Praxis ändern und Teil eines Netzwerks werden. Und einfach ist es nicht. Ich will mal mit diesem Satz schließen, den Bernhard Pötter meiner Monde Diplomatik geschrieben hat. Er hat geschrieben, wenn ich das richtig verstanden habe, ist die Allmende kein Schlaraffenland. Da kann man nicht hingehen und sich bedienen und sich ausruhen, sondern ein Picknick, zu dem alle was beitragen müssen. Danke. Ändern, das Stichwort. Allmende ist auch keine Reinkultur, sondern es geht immer im konkreten Fall um die Frage, wie kooperieren wir so, dass das Beste für alle am Ende rauskommt. Also, und das haben wir einfach mal gemacht. Wer ist das? Das sind 90 Autoren, mindestens 10 Übersetzer, eine öffentlich finanzierte Institution, also die so mit unseren Steuermitteln, nämlich die Heinrich-Böll-Stiftung, und eine privatwirtschaftlich organisierte Institution, nämlich der Transkript-Verlag. Und die haben sich hingesetzt und sich auf ein gemeinsames Ziel geeinigt. Und das heißt, wir wollen dieses Buch machen und es möglichst allen Menschen zur Verfügung stellen. Wir wollen, dass diese Ideen fliegen. Und dafür müssen wir die Praxis ändern. Die, von der es da draußen gerade immer heißt, die armen Autoren, wovon sollen die leben? Wir müssen das Urheberrecht schützen. Und es verstehen relativ wenige Leute, worum es in dieser Debatte eigentlich geht. Wir haben Folgendes gemacht. Wir haben unser Urheberrecht genutzt, haben uns mit dem Verlag, mit der Stiftung, mit allen an einen Tisch gesetzt und haben gesagt, wir nutzen unser Urheberrecht so, dass wir alle was davon haben. Das bedeutet, natürlich müssen wir das Projekt refinanzieren. Deswegen gibt es dieses Buch zu einer Bereitstellungspauschale. Das hat heute ein anderer Kommentar in seinem Blog geschrieben. Zu einer Bereitstellungspauschale von 24,80 Euro. Und ehrlich gesagt, wer 540 Seiten auf seinem Drucker ausdruckt und sich mal überlegt, was das kostet, die lose Platzsammlung dann mit in die U-Bahn zu nehmen, der kommt vielleicht auf die Idee, dass es eine ganz gute Idee ist, das Buch zu kaufen. Und es gibt es im Internet, steht auf der Verlagsseite, vom ersten Tag der Publikation an. Nehmt es, nutzt es, schreibt es weiter und schreibt den nächsten Commons-Band, damit er in allen Universitätsbibliotheken steht. Danke.